Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebell Comedy Podcast. Was geht ab, Leute? Heute bin ich hier mit hier, die seht ihr denn? Das ist der Usus Mango. Und hier, das ist der Henny Sia. Henny Sia! Das Papen. Und hier in der Mitte natürlich Ben Neisser. Lamrubel! Ich hatte vorgestern einen Auftritt. Und ich hatte Parkplatz reserviert. Kennst du das, wenn die dich buchen und die haben dir auch einen Parkplatz reserviert? Und es gab einen Pförtner. Und dem Pförtner wurde mein Name gesagt. Und ich komme da an, da sind so Hütchen. Ich will da gerade so durchfahren, kommt der Pförtner auf mich zu. Ich sehe, ich habe einen Parkplatz für mich da vorne. Hat den jemand für mich gebucht? Der guckt auf die Liste so. Dann sind Sie der Herr Lombardi. Oh! Der hat Lombardi. Ich habe den nicht korrigiert. Ich so, ich so, Pietro Lombardi ist berühmter als ich. Ich so, fuck it. Ja, ich bin Lombardi. Durch da. Lombardi? Lombardi, ja. Wow. Lombardi, kennst du? Ja, ich kenne den, aber warum? Du siehst nicht mal aus wie ein Lombardi. Aber das ich Wort. Weiß, ich sehe nicht mal aus. Aber das war das Wort, das für den am nächsten am Lambroball dran war. Der hat einfach gefreestylt. Der hat einfach gefreestylt. Dann sind Sie der Herr Lombardi. Das ist gut. Lombardi, ja, bin ich. Was war das Heftigste bei dir, so in Sachen Namen vertauscht und gefreestylt, wenn die Leute so drauf geguckt haben, auch so Schulzeit oder so? Meistens wurde der Vorname gefreestylt. Henning. Henning. Henning passt aber besser als Henning. Ja. Du solltest Henning heißen. Henning, warum? Junge. Warum? Henning. Henning. Ey, warum? Du wirst sehen, was die Leute in den Kommentaren schreiben. Genau. Die werden alle dafür stimmen, Alter. Genau. Einer hat geschrieben, du erinnerst an, wie heißt der? Alan Harper. Von Two and a Half Men. Aber an den von Two and a Half Men. Aber mich hast du auch am Anfang voll an den erinnert. Krass. An Alan Harper. Ja. Als wir uns kennengelernt haben. Ja. Voll, warum? 1:1, wegen deiner Aussprache und sowas. Warum? Ist ultra genau. Du kommst in einen Korb voller Kanaken, keiner kann Deutsch. Jeder sagt SCH, CH, SCH. Ist einfach so. Und du kommst: Hallo, ich bin Henny. Na, natürlich. Ey, das ist, es gibt, ey, das ist so krass, wie verpönt. Okay, jetzt bin ich wirklich Alan Harper. Verpönt. 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 Wie verpönt es bei Kennex ist, wenn man gut Deutsch spricht. Ja. Es ist krass. Ist krass. Woran liegt das? Er meint, er ist was Besseres. Genau. So. Ey, woran liegt das? Was glaubt ihr? Ey, das ist kein gut Deutsch. Guck mal. Charlie Harper und Alan Harper können auch beide fließend Deutsch. Aber Alan Harper redet einfach anders. Das, was ich meine. Okay. Das sind auch die Inhalte. Also man muss auch gucken, beleidigt dich das überhaupt? Ihr vergleicht mich mit Alan Harper, der ein schmarotzender Loser ist. Also ja, okay, also ja. Gut, ich wollte nur sicher gehen, dass wir denselben Spaß hier haben. Okay, okay, okay. Nicht ich. Das war jemand in den Kommentaren. So, du hast gerade selber zugegeben, dass am Anfang. Genau, irgendwann habe ich das, irgendwann bist du eine eigenständige Person geworden für mich. Yeah. Ach, danke schön. Genau, okay, was ist dein erster Eindruck gewesen von mir? Das können wir ja praktisch eine kleine Runde machen. Dein erster Eindruck? Die Leute kannten dich ja schon. Die Leute kannten dich ja schon von einem Treffen in Aachen. Sowas wie noch gar nicht dabei. Bei dem war ich nicht dabei. Dann hatten wir alle. Rebell Comedy hat sich getroffen in einem Haus. Wir hatten ein Haus gemietet irgendwo extrem weit weg. Und dann sollten wir an der Tour arbeiten. Da ist auch das Olympia-Bit zum Beispiel entstanden. Er war einfach mit Pflaumen an einem Kamin und hat nichts gemacht, außer am Trockenpflaumen da gegessen. Also für mich war das überhaupt nicht greifbar. Wir haben uns, ich habe dich das erste Mal gesehen hinterm Kölner Hauptbahnhof. Du warst so spritzend. Nee, nee, da hast du auf uns gewartet. Und ich weiß sogar noch, was ich getragen habe. Ja, du hattest schwarze Jacke, NY-Cap. Sehr gut. Weil der hat einfach das jahrelang dann getragen, ab dann. Es war ich nicht so jahrelang nichts anderes getragen. Ja. Deshalb war das safe. Und Schal, natürlich. Schal. Das war noch meine Schalzeit. Oh, Schalzeit. Ja, Schalzeit. Erster Eindruck weiß ich nicht. Ich war so, ich hatte wirklich ein Fragezeichen und ich hatte ein Problem, dich in eine Schublade reinzumachen. Das war voll schwer. Ist er jetzt schwarz? Ist er Kanake? Warum redet er so gut Deutsch? Warum ist er Gymnasiast, aber hat nichts abgeschlossen? Warum studiert er, aber zieht es nicht durch? Das war für mich alles so schwer. Dann ist, du hast es sicher schon ein paar Leuten gezeigt, wie du dich beworben hast bei Rebell Comedy. Einfach ein Video. Auch da war der Schal vorhanden, glaube ich. Du warst in-house und warst... Pyjama und Schal. Und danach habe ich mit der Webcam einfach aufgenommen. So, hey... Ich bin Henny. Das hat nur Wabak gesehen. Ich hab's auch gesehen. Ich hab's auch gesehen. Nie gesehen? Ich hab's nie gesehen.
Ich war dann, waren wir in so einer Turnhalle oder sowas. Da haben wir uns das erste Mal. Das war das in der Aachen, Kantine. Ne? Ja, sowas. Richtig, ja. Kantine in Aachen. Aber dieses Bewerbungsvideo, das war ja erstmal, ich habe ja eine Mail geschrieben, so ey, weil ihr habt da noch gecastet zu der Zeit, ne? Da habt ihr noch ein paar Leute gesucht. Da habe ich erst eine Mail geschrieben, nach dem Motto, ey, hey, ich glaube, ich passe gut rein, ich habe aber keine Erfahrung. So einfach schlimmste Bewerbung ever. Jeder hätte mich sonst abgelehnt. Und ich glaube, das würde passen. Und ich habe so einen amerikanischen Humor. Und danach sagt Babak, okay, schick uns ein Video und zeig uns ein bisschen, was du gemacht hast. Und die haben erwartet, dass ich ein Video schicke, wie ich Stand-Up-Comedy mache. Ich habe aber einfach ein Video geschickt, wie ich in meinem Kinderzimmer mit Schal und Pyjama das Gleiche, was ich in der Mail geschrieben habe, in die Kamera gesagt habe. Ja. 1:1. Kein Mehrwert, kein gar nichts, keine Mehrinformationen. So bewirbt er sich. So bewirbt er sich. Mit Schal, Pyjama. Pyjama. Also stell vor, es wäre wirklich ein Bewerbungsgespräch. Was zieht man an? Auf jeden Fall Pyjama. Ich komme auf jeden Fall im Schlafanzug. Willst du diesen Job wirklich? Ja, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Genau. Und und danach habe ich das Video einfach abgeschickt und ich weiß nicht, ob sich zu wenig Leute beworben haben zu der Zeit. Ich habe keine Ahnung, aber Babak meint, ey, okay, wir haben deine Jam-Session, da wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Komm einfach mal vorbei und danach kannst du ein paar Minuten machen. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja. Erstes Bauchgefühl bei mir. Hau raus. Ich dachte, du wärst so ein, kennst du diese Ausländer, die so voll gegen ihr Ausländischsein sind? Die so richtig. So, wie in Amerika, wie Uncle Tom. Bounty. Wie werden die genannt? Uncle, ich glaube, Uncle Tom werden die auch genannt, irgendwie sowas, die sich voll sowieso so white vor Ort Menschen verhalten. Also ich konnte mir nicht ein bisschen vorstellen, dass du Arabisch sprechen kannst, zum Beispiel. Ja. Das war für mich so, nee, Junge, der ist so deutsch, einfach durch und durch. Das war schon krass. Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass, weil ich glaube, Benice hat mich richtig immer gegensätzlich eingeschätzt, wie ich wirklich bin. Zum Beispiel dachte er auch, ich wäre voll der Beziehungstyp und ich wäre, ey, der hat bestimmt schon seit 10 Jahren dieselbe Freundin und so weiter. Das hat er gedacht. Ja, genau, so dachte ich auch. Ich bin seit Ewigkeiten Single und heute bin ich, glaube ich, jetzt 12 oder 13 Jahre Single. Krass. Und er dachte, ich hätte schon so eine Ehefrau und schon so einen Bausparvertrag. Und ich dachte, du bist El Nava, Junge. Ist aber echt krass. Aber wie war für dich, was waren deine ersten Eindrücke so von den Jungs? Boah, also bei dir dachte ich am Anfang, unnahbar, unsympathisch, arrogant. Echt? Wow. Das hast du mir aber auch gesagt. Das erste Mal hast du mich, so hast du mich auch eingeschätzt. Und dann? Echt? Noch schlimmer als erwartet. Als ich dich wirklich gesehen habe, vor mir, ja. Aber ich muss dazu sagen, bevor ich dich gesehen habe, habe ich von dir ein ganz kurzes Video gesehen, wie du auf so einem Holzstück beißt. Kennst du das? Ey, klar kenn ich das, ich habe das gemacht. Ey, das fand ich so cool. Ja, das war sehr lustig. Nein. Ja. Das war sehr lustig. Nein, so schlimm habe ich dich wirklich nicht eingeschätzt. Also es war einfach nur, also ich habe schnell gemerkt, du bist so ein Typ, du musst erst warm werden mit jemandem, dass du dich öffnen kannst. So habe ich dich eher eingeordnet und ich wusste irgendwann, wenn du auftauchst, wenn man sich besser kennenlernt, dann werden die Vibes besser sein. Aber am Anfang habe ich gesagt, okay, du beschnüffelst erstmal, du checkst gerade ab, so okay, wie kann ich den einordnen? Ja. Ich habe gesehen, das ist voll Fragezeichen noch. Ja, aber haben viele bei mir am Anfang. Also die. Aber war auch so, für mich war das dann so auch die Zeit, da kommen dauernd neue und die meisten halten nicht lange. Mhm. So ein Schukri kommt, man ist eng mit Schukri und dann ist er weg. Oder auch viele, viele andere. In der Zeit kamen die ganze Zeit Leute, ein Murat, probieren es, gehen weg und so weiter. Und da war so, einfach warten. Ne? Weil vor allen Dingen, dann so, war auch vieles so, wo ich gemerkt habe, ah krass, ich investiere viel zu viel in diese Leute und dann sind die nach sowieso weg. Und dann war ich immer, hat es immer länger gedauert. So, ne? Das war auf jeden Fall. Wann ist es bei euch geswitcht? Wo ihr gesagt habt, okay, jetzt können wir den besser einschätzen. Wer hat gesagt, dass es jemals geswitcht ist? boah, die Touren haben schon auf jeden Fall geholfen. Ne? Das ist ja so ein Switch, dass es auf einmal 20 Mal so schnell geht, dass du jemanden genau kennst. So. Auf der Tour ist ja viel zu intensiver Kontakt. Da kriegst du ja jeden Schrott mit, also Gutes und Schlechtes. Mhm. Ich glaube, das war so,
Das war so Zeitraffer für so ein Kennenlernen. Also auf jeden Fall erste Tour. Ich glaube, erster Auftritt war CBE. Genau, du Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln, ja. Ja, das war auch heftig. Ja. Und es ist immer Bewährungsprobe gewesen. Naja, mal schauen. Der war die ganze Zeit so, der war die ganze Zeit so. Und mal schauen, was er auf der Bühne macht. Weil die Bühnen waren schon, die waren klein, aber die waren schon für neu, für wirklich Frischlinge, waren die zu groß. Ey, mega, wie viel passende Club Bahnhof Ehrenfeld, die fahren passend da rein? Knapp 300? Hm. So 200, 300? Ja. Ja. Ja, also für uns war das aber trotzdem groß. Es war auf jeden Fall größer als eine offene Bühne. So. Voll bepackt. Die Leute standen am Rand. Am Rand, ja. Es war komplett voll. Und das war so wirklich Bewährungsprobe so für mich. Und ich hatte vorher nur zwei kleine Auftritte gehabt. So Erfahrung von 10 Minuten auf der Bühne. Bühnenerfahrung von 10 Minuten. Insgesamt. Ja, insgesamt in meinem Leben. So. War direkt so eine Show. Ja, das war so krass. Wow. Ich meine, da waren viele Leute so. Wir selber waren natürlich auch aufgeregt ohne Ende. Aber ein Özcan hat vorher kotzen müssen. Mhm. Ein anderer, der... Ich meine, der ist, glaube ich, immer noch so. Ja, ja, der ist immer noch so. Oder andere Leute haben sich auf der Bühne in die Hose gemacht. Also die sagen so, wir sind, ich will nicht sagen, wer, aber so, weißt du, da sind so Sachen wirklich? Passiert, wo, also, ja, ja. Und also da sind so wirklich? Sachen passiert, wo du merkst, ach krass, das ist also wirklich... Wirklich? Ja, Junge, ja. Der Fleck wurde immer größer, yo. Ja, wir haben so SMS, das waren auch SMS-Zeiten. Wir haben SMS zwischendurch bekommen von den Leuten, die im Publikum waren, die uns kannten. So, ey, was passiert da gerade? Ey, nimm den runter von der Bühne. Warte, war das ein Fleck? War das ein Fleck? Das war ein Fleck und dann war es eine Pfütze, yo. War das ein Fleck, der schon da war, als, er auf die, als die Person auf die Bühne kam? Ja, ja. Außer also, das war also Wasser und... Nein, nein. Nein, nein. War so Ammoniakgeruch? Ich war nicht so nah dran. Ne? Frag die erste Reihe. Frag die erste Reihe. Sind nach uns immer größer? So? Ey, ja, ja. Also wir haben schon so gesehen, ey, das hält nicht jeder aus, Alter. Und dann so, wir überreden ja auch viel die Leute. Ja, das ist cool, ja, mach das. Wir waren ja so needy. So, ey, wir brauchen mehr Leute, damit Babak und ich nicht die ganze Zeit auftreten müssen, Alter. Das war ja gar nicht so geplant. So. Und dann so, ey, vielleicht gibt's bessere, vielleicht gibt's mehr, keine Ahnung. Und dann immer viel auch überredet. Auch bei Nice haben wir viel überredet. Ich euch auch. Ja. Wir wollten das nicht alleine machen. Wir werden überredet. Ja, weil keiner von uns hat Ahnung von Stand-Up. Wir gucken einfach nur, ob jemand witzig ist oder nicht. Und wir wissen, der ist witzig, diese Person, die muss auf die Bühne. Ja. Weißt du? Und dann überreden wir den auf die Bühne, weil der hat eigentlich gar keinen Bock. Der will einfach nur mit seinen Freunden witzig sein. Richtig. Wir wollten diese Art von Comedian. Wir wollten gar nicht Comedians, die Comedy machen können. Das sah für uns so bescheuert aus, wenn jemand Stand-Up gemacht hat. Auf einmal ist der irgendwer anders. So. Ja. Auf einmal kommt er auf die Bühne und der hat so einen vorgeschriebenen Text. Das war komisch. Genau. Das war für uns so, warum erzählt er nicht von sich? Warum ist er nicht natürlich? Muss nicht offen, der musste so offen sein. Dann haben wir unsere Freunde überredet, weil die waren schon offen. Aber dann war Problem, wenn die auf der Bühne waren, war gar nicht so leicht, einfach so offen zu sein. Nicht, du bist nicht mehr in deiner Comfortzone mit deinen Freunden. Das war für uns alle hart. Fehlt. Also, dann oder du kopierst auch viel. Also viele, entweder du pinkelst in die Hose oder du machst halt so andere Fehler wie ich kopiere den Style von dem Comedian, den ich voll mag. Weil ich weiß, ich habe meine eigene Stimme ja noch gar nicht. Ja. Aber andere haben einfach in die Hose gepisst. Das war auch so eine Art und Weise, uns zu sagen, ich will das, glaube ich, nicht. Ist die Person dann nochmal aufgetreten? Nee, danach glaube ich nicht. Nee, danach nicht mehr, glaube ich. Hat die Person mitbekommen? Hör auf, Junge. Warum reitest du so? Der will die ganze Zeit weg davon, der bleibt da. Der bleibt, der bleibt. Verstehe ich auch. Auf jeden Fall hat sich mein Bild ändert. In viel mehr in Meetings und sowas, wenn wir diskutiert haben. Weil du immer coole Argumente hattest. Du hattest immer coole Sichtweisen. Mhm. Erst da. Nicht durch. Ich bin eigentlich noch gar nicht so richtig an deinen Charakter rangekommen. Weil am Anfang warst du auf der Bühne noch sehr Rolle. Ja, voll. Genau, voll. Da wusste ich noch nicht. Und du hast auch neben Bühne auch nicht sehr viel geredet. Also wir haben nicht so viel geredet. Ja. Aber dann kam eine Zeit, wo wir voll viel, wo wir Universal hatten und sowas, wo wir so regelmäßige Meetings hatten und immer Sachen ausdiskutieren mussten und Sachen planen mussten und sowas. Und da erst hat sich mein Bild geändert, weil ich immer so die Einschätzung hatte und dann immer so, ey cool, der argumentiert immer sehr neutral und nimmt sich nichts zu Herzen, guckt immer, was ist das Beste für alle. Sehr objektiv. Genau, sehr objektiv. So, das hatten wir noch nicht so in dem Maß. Und selbst da war, genau, wir waren alle Egomanen, mehr oder weniger verrückt oder überzeugt von der einen Meinung, die wir haben. Und dann muss man das durchboxen, aber gar nicht nachdenken. Und da war immer so sehr viel Ruhe drin.
Aber dadurch war das trotzdem bei dir sehr spät, dass man dich greifen konnte, weil die Leute wissen das nicht. Aber Henny ist auch jemand, der denkt, ein Gespräch wäre, wenn ich dem jetzt einfach 10 Fragen hintereinander stelle. Wie siehst du das? Das ist Henny. Er interviewt dich die ganze Zeit. Er stellt dir 10 und er hat danach nichts von sich gesagt. Er hat nichts gesagt. Das war ein Gespräch, wo ich am Ende der Fahrt einfach ausgepowert bin. Ich dachte, ich bin auf Promotour, Alter. Wie siehst du das eigentlich, wenn... Ist deine Meinung eigentlich... Das sind so Anfänge von Hennys Gesprächssätze. Wann sind wir da? So. Ey, und dann noch ein Kavi im Hörer. Wann sind wir da? Kannst du lauter machen? Nein, ich höre ihn nicht. Können wir bitte die 20. Noch eine Raucherpause machen? Kann ich noch die 5 Fragen beantworten und dann sind wir schon da. Deswegen so dieses Objektive, dann dieses viele Frage stellen, aber gar nicht sich viel mitteilen wollen, auch so ein bisschen. Und dann noch auf der Bühne, so nicht ganz greifbar, gerade am Anfang. Ja. Da war so sehr lange, wusste man gar nicht, woran man bei dir ist. Es war nicht so, wird der alles geben? Wird der nur die Hälfte geben? Man wusste das nicht. Nachher hat sich das ja alles gezeigt. So. Ja. Aber davor war so, hey, gar nicht greifbar. Sehr schwer. Sehr schwerer Charakter auf jeden Fall. Nicht easy. Ja, also bei mir war ja immer so, aber mittlerweile ist es so deutlich anders, so dass der soziale Akku bei mir war einfach so, bei Leuten, mit denen ich cool bin, bei euch zum Beispiel, geht der soziale Akku viel langsamer runter, als wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die nicht so close sind. Ja. Richtig, ganz genau. Dieses Connecten, dann Smalltalk und so weiter, das raubt voll Energie bei mir. Und dann werde ich immer so halt schnell so introvertiert, wenn ich auch nicht so viel mitzuteilen habe. Am Anfang kannten wir uns auch nicht so gut. Deshalb war ich auch immer so abwartend und deshalb muss ich Vertrauensbasis einfach aufbauen. Jetzt reden wir so über alles. So, es gibt ja kaum ein Thema, das wir so auslassen, so ein Gespräch. Und ich kann mich auch viel besser öffnen. Aber vor allen Dingen am Anfang bin ich immer so Step by Step. Eigentlich auch besser, weil... Nicht besser, aber ich frage mich, wie das für mich gewesen wäre, wäre ich so spät zu Rebell in einen schon so, weißt du, so in so eine Gruppe reingekommen, voll. Die kennen sich alle schon. Voll. Oder man hat das Gefühl, die kennen sich alle. Ja, weil jeder hat ja mal das Gefühl, wir kennen uns alle unser ganzes Leben. Dabei war das nie so. Genau. Also, und für mich war das auf jeden Fall so. Dass es selbst so Usus und Babak haben sich später kennengelernt. Also ja, so ich bin ja älter als Babak. Ich war da so 16. Das heißt, er war 14. Ja, siehst du. Recht spät eigentlich. Ja. Mhm. Ist da was? Okay. Ja, das war so oder nur weiße Haare? Also, ja. Nein. War einfach so ein Fussel. Richtig am Fliegen. Lass es doch. Ich höre dir zu, dass so von der Luft von deiner Nase geht das so. Das ist eigentlich cool. So. Red Flag. Es war weiß, es war einfach White Flag. Also, ich gebe auch genau, aber so war es auch für mich, als ich dazu gestoßen bin. Yeah. So nach dem Motto, ey, okay, die kennen sich jetzt schon seit zig Jahren. Yeah. Die haben schon so Erfahrung, haben was Cooles. Okay, jetzt ihr hattet nicht so viel Erfahrung, wie ich eventuell dachte. Ja. Yeah. Aber ihr habt schon was aufgebaut, ihr wart cool miteinander. Und das war einfach, ich bin vor allen Dingen am Anfang nicht so ein Typ, der einfach nur reden will, um zu reden, wenn dahinter nichts steckt. So, weißt du, ich wollte ein bisschen Substanz liefern, wenn ich meinen Mund aufmache oder einfach meine Klappe komplett halten. Weißt du? Ja. Deshalb, das verstehen auch viele Menschen nicht, wenn die mit introvertierten Leuten abhängen, denken auch viele Menschen, okay, dieser Typ hat gar keinen Bock auf mich oder mag mich nicht oder so, hat überhaupt nichts damit zu tun. Introvertierte Leute, ich weiß nicht, ob einige von euch, die das auch gerade gucken, eher auch introvertiert sind, die haben oft das Problem, dass andere Menschen das persönlich nehmen, wenn man halt vor allem am Anfang nicht so viel redet und einfach auch sehr viel Me-Time braucht. Ich glaub, das verunsichert die Leute, Mann. Total. Also die eh schon unsicher sind, die sind dann noch verunsicherter. Ja, genau. Aber bei du hast, glaube ich, vom Charakter her, vom Gefühl, den krassesten Wandel gemacht bei Rebell. Mit Khaled. Bei Khaled war das so, er wurde einfach reifer, weil er der Jüngste war. Genau, der war sehr jung, als er zu uns kam. Ganz genau. Da schreibe ich das einfach nur zu, okay, das ist so die Reife. Einfach, er war jung, so ein bisschen so kindischer. Und irgendwann wurde er richtig immer mehr zum Mann. Bei dir war das so einfach so sehr emotional, so noch so ein bisschen, ey, wo bin ich, was bin ich, Identität, Emotionen, also das war noch so ungeordnet. Ja, so Charakter einfach. Ja. Charakter war noch nicht so richtig reif. Ja. Ist erst mit den letzten 10 Jahren so richtig immer fester geworden. Ey, du willst mich nicht vor 20 Jahren und sowas
Oh, manche Leute tun mir leid, die mich jetzt nur im Internet sehen und so, die so richtig schlechte Seite von mir kennengelernt haben. Ich schütze hier. Ah, irgendeiner wird mich irgendwann mal umbringen. Weil er denkt, das ist noch der von damals. Ja. Ah. Boah, ja. Junge, das ist krass. Gab's denn so irgendwie so ein Vorfall oder irgend so ein Ereignis, was so bei dir so einen Schalter umgelegt hat oder so geswitcht hat? Oder wirst du einfach sagen, das ist eher so ein Prozess? Genau, das war so ein langer Prozess. Immer mit ganz vielen Sachen ist immer noch was dazugekommen. Ja. Erstmal der Kreis so, mit dem ich dann, wir alle, also mit dem ich unterwegs war, die Art, wie man miteinander redet, wie, ja, das kam alles dazu. Ich hatte ich komme aus Neuss, Alter, was ist los? Ganz andere Leute, Junge. Ja. Was für Argumente, Alter. Einfach, wer am lautesten schreit. Genau, okay. Wer am lautesten schreit, hat recht. Wer sich am meisten durchsetzt, hat recht. Ja. Okay, da hast du so Leute wie Babak und Usus noch gar nicht kennengelernt, so wirklich? So vom, nein, von der Art her? Genau. Ich muss dazu sagen, guck mal, aus meinem Viertel, wo ich hergekommen bin, ich der Einzige, der Abi gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Das ist für die Leute war so immer, wie, du hast Abi gemacht. Ja? Weißt du? Ja. Wow. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Einzige mit Abi, weit und breit, ganze Umgebung, komplett. Also hatte ich aber trotzdem noch mit Leuten aus meinem Viertel zu tun, die Schulabbrecher waren oder irgendwas, so Ersin, solche Leute. Ne? Mit denen hatte ich zu tun, die teilweise auch nicht so gut Deutsch konnten. Und ich kannte Deutsche, die Abi gemacht haben, aber die waren so aus anderer Welt. Und ich kannte noch keine Kennex, Akademiker-Kennex. Das waren die ersten, die ich kennengelernt habe. Ach krass. Ja. Babak, Usus, die Freunde von Babak alle. Ja. Hast du dich trotzdem, obwohl das so eine neue Welt für dich war, hast du dich wohlgefühlt direkt am Anfang oder hast du so? Nicht direkt, ich konnte die alle auch nicht einschätzen. Für mich waren das auch am Anfang so, ey, ist das jetzt wieder so ein Ausländer, der keinen Bock mehr hat, ein Ausländer zu sein? Weil ich bin gerne Ausländer. Ja. Ich bin gerne. Ja. So, ich will nicht so dieses, ey, ich will nichts mit meiner Vergangenheit zu tun haben, ich bin jetzt Deutsch. Ja. So, und ja, ihr alle müsst mich jetzt als Deutsch akzeptieren. Ja. Ich hatte solche hier und da mal kennengelernt und die waren für mich so, ey, hau ab, mit so einen will ich gar nichts zu tun haben. Diese Beigen. Diese BWLer, diese Beigen. Ja, die sind dann weg, die haben auch nur deutsche Freunde. Die sind so der einzige Ausländer in der Gruppe. Und als ich die kennengelernt habe, wusste ich nicht genau, wie ich die einschätzen soll. Und dann war es für mich ganz umgekehrt. Das sind alles Kennex gewesen, da war noch ein weißer Mathieu dazwischen, ja, der noch mehr Kennex war als die anderen. War schon cool. Und Dia und ja, Ben, das sind so Charaktere, einfach so schlaue Köpfe einfach, die alle was gemacht haben. Bei uns war nicht so. Du hast immer so sehr viele gescheiterte Existenzen. Wenn du die Leute siehst, mit denen ich groß geworden bin, boah, so die Hälfte davon hat, ich schwör's dir, Psychosen gekriegt, gescheiterte Existenzen, kaputt am Ende. Das war erschreckend. Wenn Babak und ich, wenn wir nach Neuss gefahren sind, gerade am Anfang, wir kannten nur Baneisser für das ganze Projekt. Und dann war so, wir sind in Neuss, wir checken Neuss. Für mich ist das so ähnlich wie Eschweiler, wo ich zur Schule gegangen bin. Und wo ich zur Schule gegangen bin, einziger Ausländer auf dem Gymnasium. Ansonsten alle Kennex, mit denen ich zu tun habe, Hardcore-Kennex. Also alle sind jetzt entweder im Knast, tot oder keine Ahnung was. Ja? Also es ist genau wie Neuss, mehr oder weniger. Wo ich immer geflohen bin nach Aachen wegen Basketball. Einfach, da ist die Bilal-Moschee, da sind viele Leute, die so bekannt sind von meinen Eltern. Ist cool. Und da ist vor allen Dingen, da kann ich Basketball spielen. Und dadurch bin ich an Babak gekommen und viele andere auch so. Aber Eschweiler, als ich in Neuss war, immer um dich zu besuchen mit Babak, ey, das war ja einfach nur mit Baneisser abhängen. Einfach nur bei ihm sein. Einfach nur mit dem sein. Das war alles. Und dann am Ende fahren wir zurück und scheiße, wir haben gar nicht über die Show geredet. Das war so oft so. Wir haben uns nur ausgetauscht, so richtig intensiv kennengelernt, über viele Sachen gelabert, uns totgelacht, über Filme geredet. Keine Ahnung, wie man so seine Zeit tot macht. Aber auf dem Rückweg so, ach shit, wir haben gar nicht über Comedy geredet. Wir haben gar nicht über unsere Comedy geredet. Ne, wir haben nur so da. Und oft auch war so auf dem Rückweg so, ey, der muss da raus. Ja. Oft war auf dem Rückweg, ey, der muss da raus. Baneisser muss da raus. Ihr wisst ja nicht, wie der davor war, in was für einem Zustand er war. Oh, ja. Er muss auch nicht zu lange darüber reden. So. Aber ich sag nur so, das war keine... Inspiriert die Leute, ja, glaube ich.
Es ist so krass gewesen. Aber man kann es auch schwer beschreiben. Ja. Man kann's richtig, weil du musst dich zurückzoomen. Das ist anstrengend. Du musst dich zurückzoomen in dein altes Ich so. Ja, ja. Das ist schon, aber es war für uns ganz klar, ey, der muss weg aus Neuss, Alter. Der muss weg aus Neuss. Das war schon, das war obwohl schon krass. Du, obwohl du, beziehungsweise obwohl du und Babak eigentlich nur Beneiser kennengelernt habt, aus der Umgebung, wusstet ihr trotzdem, wie die Umgebung von ihm ist? Ja, ja, ja. Wie konntet ihr das spüren? Also einmal hatte ich sehr viele Vergleiche mit Eschweiler Ost zum Beispiel. Ne? Also da, wo er gewohnt hat, die Gegend, also so ganz normale Gefühle, die du hast oder Antennen, die bei dir angehen, wenn du weißt, du bist in dem und dem Viertel und nicht in dem und dem Viertel. So. Und dann war so klar, die Leute, mit denen er sich getroffen hat, wo wir den dann abgeholt haben, damit wir auf einen anderen Basketballplatz gehen oder so. Es war schon krass, also nicht so shocking krass, aber es war auf jeden Fall, dass du merkst, okay, also Beneiser ist hier der krasseste. Mm. Das ist nicht gut. Ja, genau. Das, du musst Leute. Ja, das ist nicht gut. Und ja, also. Das auch, bremst dich dann, das holt dich immer wieder zurück. Wenn du so der mit dem meisten Potenzial in der Runde bist, bist du in der falschen Runde. Ja, genau. Mm. Genau, hast du dann auch so diesen inneren Kampf zwischen, okay, ich will loyal sein und bei den Leuten bleiben, aber andererseits will ich trotzdem selber wachsen? Nee, ich wollte auf jeden Fall wachsen. Ich hatte nicht dieses loyal sein dem Ding gegenüber, wo ich herkomme. Das war so schwer zu beschreiben. Ah. Ich habe nicht so, für mich war das wie so ein Traum, da rauszukommen. Weil ich kannte nichts anderes. Ich kannte nur die Leute, die ich da gesehen habe, wo einer nach dem anderen fällt. Mhm. Und für mich war nicht so greifbar, dass wirklich ich es irgendwie rausschaffe. Es war schon, sich so abfinden. Du glaubst nicht, was ich für Jobs gemacht habe, die normalerweise ich niemals hätte machen müssen. Einfach nur, weil mein Mindset war so, ich komme von hier, alle machen das, ich muss das auch machen, es gibt gar keinen anderen Weg. Ach. Ach so. Und du hast schon Abi, das heißt, du kannst alles machen. Du kannst eigentlich alles machen, aber nein, du hast Abi gemacht und du bist gar nicht rausgekommen, du bist gar nicht mit denen, die mit dir Abi gemacht haben, in der Uni oder sowas, sondern du bist immer noch da, ja, das ist wo auch, du vorher warst. Ist auch sehr viel verlangt zu denken, das wäre easy, du hast jetzt Abi, mach was du willst, wenn du aber in demselben Viertel, du bist gar nicht mehr mit den Leuten, mit denen du Abi gemacht hast. Weder aus meiner Familie easy. Noch aus meinem Freundeskreis war jemand, der Ahnung hatte von zum Beispiel Studieren, was du überhaupt machst, wenn du Abi gemacht hast, sondern ich bin zurück in meinen Freundeskreis, wo wir gerappt haben, gekifft haben, alles Mögliche gemacht haben, da immer noch drin. Und da war ich immer der mit Abi. Frag den, der ist Brain. Frag den, der ist Brain. Frag den, der ist Brain. weil er kann Computer an- und ausmachen. So. Krass, und wann hast du realisiert, dass du so praktisch doch raus kannst? Erst als ich wirklich draußen war, als ich so wirklich zum Finanzamt gegangen bin und angemeldet habe, dass ich jetzt einen Beruf mache mit Comedy. So als ich meine ersten Rechnungen schreiben musste. Ja? Ja. Ach krass. Ey, bis dahin, weißt du, wie oft uns die Realität eingeholt hat? Weißt du? Nach jeder Show, am nächsten Tag. Aber uns alle. Uns alle. Ah. Also jeder hat wirklich eine Schelle bekommen. Ja. So nach jeder Show, der eine so, der andere so. So, dass du Angst hattest, wieder in dieses Projekt reinzugehen. Ja. Du sagst, nein, ey, ich muss mich jetzt um mein Leben kümmern. Ich kann mich jetzt nicht weiter um Comedy. Das baut meine Hoffnung auf und nachher passiert sowieso nichts. Ich werde mal älter, hier passiert nichts. Ich muss da weg, ich muss da auf jeden Fall weg. Voll oft hat die Realität dich eingeholt. Jeder musste in seinen Job rein. Gefeuert, der eine ist gefeuert, der andere hat die Probleme. Ja, Junge, der Alltag hat so reingehauen. Und ich werde Vater. Waren die Shows dann so therapierend oder eine zusätzliche Last? Ach, Flucht. Also viel war Flucht, viel war Spaß. Also wirklich auch. Ja, Mix aus beiden. Auch, aber auch Last auch. Auch Last, ja. Auch Last. Last so. Auch, wenn die Anspannung, so näher. Ja. Die Anspannung. Ja, klar, wenn die so näher kam in 3-4 Tagen, ist das. Junge, wie bin ich da gestorben? Wie bin ich da gestorben? Ja. Warum habe ich mich überhaupt dafür entschieden, das wieder zu machen? Ja. Ich will zurück nach Weckhofen. Oder wie das heißt. Ey, das weißt, war Weckhofen, so krass. Weckhofen, genau. Weckhofen? Ich will zurück nach Weckhofen. Ich habe doch Kaisers gearbeitet da. Ich will wieder an meinen Obstgemüsestand. Ich will wieder Maggi-Tüten ansortieren. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich bin der. Das ist echt so. Du kamst nicht an Beneiser ran. So nach Shows. Bei uns war auch so, ey,
viele waren dann so, ey, ihr wisst gar nicht, was ihr da macht, das ist so wichtig für Deutschland. Ja. So viele Leute kamen so, ihr dürft nicht aufhören. Wir so, ey, wir haben keine Kraft mehr, wir haben kein Geld mehr, wer zahlt das die ganze Zeit, wer mietet diese ganzen Sachen? Das ist unsere Kohle, die ich so meiner Familie wegnehme. Weißt du, ja, wir müssen einkaufen. Ja, ja, warte. Bei mir war noch so ein Schuldenberg im Hintergrund, war noch so ein riesiger Schuldenberg. Ja. Oh, Junge. Krass. Alter, hör auf. 2013, 2014, da sah es dann gut aus. Dazu muss man wissen, wir haben uns 2007 kennengelernt. 2006. 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 5 Jahre. Junge. Mhm. Da war ja so Anfang Struggle, wo kaum eine Show zustande kommt. Halbes Jahrzehnt. So. Halbes Jahrzehnt, Alter. Nur am Struggeln, keiner kennt dich. Du zahlst nur die ganze Zeit, dann kommen Steuern, du verstehst das gar nicht, zahlst, hältst die Leute nicht zusammen, du weißt gar nicht, wie stabil ist der Typ, in den ich so viel investiere oder genau, so viel. Dem, ja. Was passiert mit ihm? Wie stabil ist der? Was passiert mit dem? Hat der wirklich Potenzial? Der andere, was ist das überhaupt für einer? Es ist so krass und gleichzeitig... Wer ist dieser Alan Harper, Alter? Genau, was kommt jetzt dieser Alan Harper auch noch? Dann kommt dieser Alan Harper noch, Alter. In der schlimmsten Phase kommt irgendein... Korrigiert unsere Grammatikfehler. Das war so ein bisschen Roll gerade. Das war so... Wer ist dieser Typ mit dem Trockenpflaumen vor dem Kamin, Alter? Oh. Ich will ein Bit von ihm hören. Ich will ein Bit. Warte noch, gleich. Genüsslich. Und dann fragt er dich die ganze Zeit, Junge, ich frag dich, wo ist dein nächstes Bit? Alter, boah, das war unglaublich, Mann. Ja. Yeah. Boah, das ist immer krass zu hören, einfach woran bei Comedy jetzt ist. Ich meine, wir können das auch mit Khaled, wenn Khaled dabei ist, können wir auch gerne darüber reden, weil vor ein paar Jahren gab es auch mal wieder so eine Zeit, wo wir gesagt haben, ey, was mit Rebell, wohin mit Rebell? Ungefähr vor drei, vier Jahren ungefähr. Da gab es auch so eine Zeit, da wusste man nicht genau, in welche Richtung geht das alles. Und da gab es ja wieder so einen guten Switch, so eine super Entwicklung. Und eigentlich will ich auch am liebsten Khaled dabei haben, weil er kann das auch... Sehr cool erzählen. Ja, Babak auch, unbedingt. Ja. So ein cooles Thema für so eine Riesenrunde. Ja. Das wär super. Ja, auf jeden Fall werden wir auch bei der Tour... Genau, wenn wir auf Tour sind. Genau, wenn wir auch unser Equipment dabei haben, damit wir auch während der Tour, also sehr gerne, gönnt euch gerne Tickets auf rebellcomedy.de. Oktober, November sind wir auf Tour, viele Städte in ganz Deutschland. Gerne abchecken und wir werden da auch auf jeden Fall das Equipment dabei haben, damit wir auf jeden Fall aus diesem Podcast eine regelmäßige Sache machen und nicht wie in der Vergangenheit so mal hier, mal da und danach begraben wir das Ding. Also da haben wir richtig so Blut geleckt und richtig Bock jetzt diese Podcast-Sache regelmäßig zu machen. Ja, wenn ihr Fragen habt zu den Anfängen von Rebell Comedy, dann auch in die Kommentare. Ja, genau. Können wir das bei der Folge dann auspacken? Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Genau, was mir aber auch interessiert ist, wenn wir schon so ein bisschen beim Thema so Entwicklung und so weiter sind, interessiert mich krass, ihr seid ja beides jetzt Eltern. Mhm. Mich interessiert jetzt dieser Spagat zwischen, also gerade in der arabischen Kultur und unserer Kultur, ist das ja so ehret immer die Eltern ehren, auf ein Podest stellen und so weiter. Das ist im arabischen Raum ja sehr krass. Mhm. Welche Sachen bei eurer Erziehung, wie euch eure Eltern erzogen haben, welche Sachen haben sich erstmal krass eurem Lebensstil, eurem Lifestyle widersprochen, wo ihr gesagt habt, ey, das entspricht so gar nicht der Art, wie ich leben will? Und welche von den Sachen würdet ihr bei der Erziehung eurer Kinder so rauslassen und sagen, ey, nett gemeint von den Eltern, von unseren Eltern, aber das ist eine Sache, die ich nicht so weitergeben würde, weil das nicht so die Wirkung hatte, wie unsere Eltern sich das vorgestellt haben. Boah. Genau, fangen wir erstmal an mit so, welche Sachen entsprachen jetzt nicht eurem Lifestyle? Von der Erziehung her. Zum Beispiel bei dir ist das auch natürlich sehr interessant, Usus, weil du wurdest ja sehr religiös erzogen. Ja. Und da gab es natürlich ganz krasse Unterschiede. Ja, man muss wissen, so meine Eltern kommen beide aus Mekka. Die kommen aus Saudi-Arabien, aber für die ist eher, sie kommen aus Mekka. So, ne? Und das sind sehr alte Familien aus Mekka. Beide Familien, die Familie von meiner Mutter und von meinem Vater. Und die sind... Die leben das extrem. Die leben, du hast das war auch cool zu sehen, dass die nicht nur predigen, sondern die leben das auch, die fühlen das auch so.
Und vieles davon hat schon so außerhalb der Tür bei uns zu Hause hat schon nicht mehr gezählt. So, das sind so Wahrheiten gewesen bei uns zu Hause und Regeln und wie man das macht und so. Und sobald du die Tür zugemacht hast, hast du schon gemerkt, hier kann ich nichts damit anfangen. Da waren viele Sachen, die die vermittelt haben, wo ich überlege, so, ey, wo hätte ich das sonst lernen können? Unmöglich, ne? So Zusatzausbildung zum Saudi oder Zusatzausbildung zu einem Muslim, der versteht, warum diese Regel auf der Welt ist oder so. Ne? Also das war schon krass, also immer noch krass. Ne? Aber vieles kann ich nicht mal meinen Kids vermitteln, weil es so out of this world ist. So, es ist so... wir können das hier gar nicht anwenden, so bestimmte Dinge. So. Und für die war das aber so, das ist, wir sind jetzt hier im Ausland, wir können diese Kultur nicht verlieren, nur weil wir euch hier hingebracht haben. Ihr müsst das alles auswendig drauf können, drauf haben. Ihr müsst alles genau verstehen. Und die haben so extra Druck gemacht des Todes. Mhm. Also überkompensiert. Also da war so ein hoher Maßstab an Religiosität. Du konntest als Jugendlicher gar nicht da dran. Also du hättest so ein Engel sein müssen, weißt du? Also, du darfst keine Fehler machen, du darfst keine Freundin haben, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht Musik hören. Genau, das ist... Also die normalsten Dinge, dich ausprobieren, Fehler machen. Du denkst so, hey, die haben noch nie Fehler gemacht. Ey, wie soll ich über meine Fehler mit denen reden? Wie soll ich das machen? Also da war schon so ein... ich habe die zum Beispiel extrem verehrt, die beiden, immer noch. Ich sage auch immer noch, dass die krass sind, so von den Werten und alles Mögliche. Aber mir war immer klar, ich komme nicht da dran, Alter. Wie soll, ganz anderes Holz, Alter. Wie soll ich das machen? Die haben im Semsem haben die geduscht. Ja, damit, was ist Semsem? Das ist heiliges Wasser, da drin haben die geduscht ihr Leben lang. Genau. Weißt du, und dann sind die nach Deutschland gekommen, dann haben die so normales Leitungswasser gehabt. Also sehr schwer, das auf sich selber schon, auf die erste Generation, auf sich selber, das zu beziehen und dann so merkst du, boah, wie soll ich da drankommen? Und dann, also nur ein praktisches Beispiel, Musik hören war verboten bei uns zu Hause. Das interessiert dich aber dadurch noch mehr. Was ist genau, erstmal für die Leute, die es nicht wissen, was ist der Grund, warum es verboten ist? Also ich glaube, viele Leute drücken sich immer ein bisschen um diese Erklärung, warum bestimmte Sachen so streng sind. Aber es ist immer eine Vermeidung von Räudigkeit. Ja. Hey, copy-paste ist, Leute, das ist die beste Antwort darauf. Das ist eine Vermeidung von Räudigkeit. Was? Wie krass. Kann ich dazu keine führen? Kiss your cheeks Musik? Nix. Nein, alles, was für die ansatzweise in Richtung Räudigkeit, Diskothek, Nightlife, Vermischung von Geschlechtern ging, war für die... Da ist schon Vermeidung von und dann Räudigkeit. Kommt Räudigkeit. Und dieses Räudigkeit war schon der Anfang vom Ende und alles, was dahin führt, bam, gehört verboten. Mhm. Sonst ist unser Sohn verloren. Weißt du, wo wir ihn hingebracht haben? Oh nein, sonst könnte er sich damit vermischen. So, weißt du? Mhm. Und die hatten natürlich sehr viel Angst, dass die Kids so verrohen und weggehen von dem Gefühl. Und ich merke auch so, es ist auch schwer, das zu vermitteln bei den eigenen Kids, diese Liebe zu dieser Religion und so. Es ist nicht easy zu vermitteln. So, ich merke das selber. Und jetzt verstehe ich, warum die da so streng waren. Aber währenddessen war das so weltfremd. Ich glaube, die Generation von meinen Eltern konnte Musik auch noch nicht so viel abgewinnen wie wir. Mhm. Weil wir sind ja mit Hip-Hop dann groß geworden. Ja, sehr viel Worte, sehr viel Inhalt. Viel Worte und sehr viel, man kann das selber machen. Auch. Ja? Ja klar, Hip-Hop war so, ey, du brauchst keine Instrumente mehr, Musik kann dich so voll übertrieben interessieren, Breakdance, ja. Jugendkultur. Ja, absolut. Das war eine ja. Jugendkultur. Das hatten die nicht, die hatten diese alten Sänger und sowas. Die hatten eine ganz andere Art von Musik, da ist es leichter auch drauf zu verzichten. Ja. Für uns war voll undenkbar, auf Musik zu verzichten. Undenkbar, ja. Du kamst nicht dran vorbei. Also genau, so. Du bist verboten, aber im Fernsehen machen die Leute Breakdance. Ah, das war so elektrisierend, das war das Geilste, was es gibt. Also das war so anziehend natürlich und da war schon so vieles, war zum Beispiel, wenn Unnahbarkeit an den Eltern, es ist auch aus der Kultur, wie du mit Älteren redest. Es ist in der Kultur, wo ich herkomme, du kannst nicht assi mit deinen, egal ob du in der Pubertät oder in der Vater von der Pubertät bist, du redest so nicht mit deinen Eltern, never ever. Mhm. Also auch Cousins, die mich besucht haben aus Saudi-Arabien, wenn die gesehen haben, wie ich mit meiner Mutter rede, die haben geheult.
Ich schwöre es dir. Die haben gesagt, wie kannst du so mit deinen Eltern reden? Was hast du gemacht? Nein, ich war so, ich war auch jetzt nicht deutsch-pubertär, aber ich habe wieder Worte gegeben oder ich habe gesagt, nein, ich will das nicht, können wir das nicht später machen? Das war schon. So einfache Sachen eigentlich. Einfache Sachen. Ich war nicht assi zu meinen Eltern, never ever. Yeah. So. Aber das war schon angepasst. Also ich habe das darin gesehen, wie schockiert mein Cousin war, wie ich mit meinen Eltern geredet habe. Und ich war nicht assi zu meinen Eltern. So. Aber dieses Maß, gerade bei den Saudis, ich weiß es nicht genau, aber in der Kultur, wo meine Eltern herkommen, das wurde auf jeden Fall auch vermittelt. Wie redest du? Es gibt so eine Wir- und Sie-Form, die noch krasser ist als das Du und Sie. Dieser Unterschied zwischen Du und Sie gibt es im Arabischen etwas noch krasseres. Das ist Ihr. Und das musst du eigentlich bei deinen Eltern nutzen. So. Und das ist so, das kannst du, da kommst du so an eine Distanz zwischen dir und denen und an die Augenhöhe kommst du nicht. Mhm. Dann fang mal an, mit denen darüber zu reden, dass du dich in Janet verliebt hast. Oh. Nein, weißt du? Also da ist natürlich ein gehöriges Level an Ehrlichkeit kommt nicht zustande. Oder so, ey, komm uns nur mit den richtigen Sachen. Komm uns nur mit den ernsten Sachen. Also ich glaube, da ist so, ich weiß das voll zu schätzen, wie die das gemacht haben, aber ist natürlich in der Zeit nicht so übertragbar gewesen auf die Wirklichkeit. Mhm. Vor allen Dingen auch bei dieser Musiksache, war das der Anfang von, ey, ich liebe meine Eltern und ich verehre die, aber das ist für mich so ungreifbar, warum das verboten sein soll, dass du angefangen hast, mit denen so ein bisschen so zu fremdeln? Ja, also zum Beispiel, die haben mir viele Sachen verboten, die ich auch nicht gemacht habe. Die dann, wo ich so gesagt habe, ja, fühle ich, dass das Kacke ist, also mache ich ja. Das auch nicht. Ja, zum Beispiel, es gibt offensichtliche Sachen, ja, wie zum Beispiel Alkohol, wo man sagt, okay. Es gibt auch viele Freunde von mir, die Alkohol getrunken haben und deren Eltern haben dasselbe gesagt. Ja. Weißt du, aber ich war nicht in so Kreisen auch, ne, oder Glück oder keine Ahnung was. Mhm. Aber viele Sachen so, aber bei Musik war irgendwie, ich habe nichts Schlimmes daran gefunden. Es hat mich ja nicht dahin zur Räudigkeit getrieben, sondern einfach nur zu Good Times. So. Ich höre Musik, es hat mir gefallen, alles gut. Es hat mich ja gar nicht, die haben Angst vor in the Club, so. Aber mich führt Musik nicht zum Club. Mich führt Musik nur zur Musik, so. Das war's, ne? Ja. Aber die anderen Sachen, die hatten Schiss vor vielen Sachen. Die haben drei Jungs in Deutschland gehabt, die haben nur Angst gehabt. Ja, aber die Hände bei drei Töchtern hängen. Noch viel schlimmer, aber so, genau, Frauen können schwanger werden und Jungs landen im Knast. So, das sind die zwei Ängste. So. Und ja, bei den Jungs haben die aber viel weniger, ne? Also die hatten da keinen, die hören nicht, Jungs hören nicht auf die Eltern. So. Bei meiner ältesten Schwester war es einfacher für meine, weil die war sehr gehorsam. Mhm. Und wir waren einfach Jungs, so. Und trotzdem, also das ist schon eine coole Schule für mich gewesen, also ja. Immer noch, also andere Eltern haben ja bei meinen Eltern um Rat gefragt, also das war ja crazy. Genau, weil erzähl mal auch, wer dein Dad, ich weiß nicht, ob du das... Ja, also skippen. Wer will, kann das googeln, ich glaube, jeder, der irgendwie eine Übersetzung des Korans auf Deutsch hat, der wird die von meinem Vater haben. Ja, hat den Koran übersetzt, ist ins Deutsche, ja. Es ist also schon also krass. Ist schon, also das war schon, sagen wir mal so, wäre ich irgendwo unterwegs gewesen, hätte jeder gesagt, das ist der Sohn von. Ja. Das ist der Sohn von. Du hast die ganze Zeit diese Legacy gehabt, überall. Mhm. Wenn ich in the Club wäre, dann, ey, das wäre am nächsten Tag, wäre das rausgekommen. Der Sohn von Wilde Club. Das wäre am nächsten Tag Buschfeuer, wäre bei uns zu Hause Telefon dick. Oh. Wenn ich mit irgendeinem Mädchen unterwegs war, dann musste Janet. Janet zum Beispiel. Da musste ich kannte alle Nummernschilder auswendig von den Amos, sodass ich wusste, ey, lass mich kurz in Ruhe. Ah, okay. Also, ganze Zeit paranoid. Nein, nicht paranoid, ich war einfach Inspektor. Alter. Du warst in einem richtigen Extrem. Ey, ich war wirklich in einem Extrem, Extrem. Aber du hast es aber nicht so empfunden als extrem, oder? Du, nur ein bisschen so... Du Doch, ich hatte ja normale Freunde. Ich hatte ja Freunde, die nicht so sind. Also, ja, aber hast du es als extrem? Extrem hört sich ja immer so an, als wäre das eine krasse Last. Also so empfinde ich das, wenn man etwas extrem sieht, als extrem, dann denkt man sich... Heftiger Käfig, du kannst nichts machen. Ja, du kannst nichts machen. Ja, aber du warst nur draußen. Ja, ja, aber hast du es auch so empfunden, dass du nichts machen durftest? Oder war es so nach dem Motto, I don't care? Also bei mir war das so, sobald ich zu Hause bin, Schultasche auf dem Boden, raus.
bis abends. Es war zu krass. Es war wirklich zu streng. Es war so immer Moschee und keine Ahnung, es war wirklich krass. In bestimmten Zeiten war einfach raus Basketball spielen. Raus Basketball spielen. Aber höchstens raus Basketball spielen. Du kannst auch keinen richtigen Scheiß machen, weil du bist der Sohn von... Du bist der Sohn vom Koran-Übersetzer. Genau, also du ziehst ihn mit rein. Ja. Weißt du? Also ich bin mir sicher, dein Vater kennt ihn. Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ja. Also wir Scheiße gebaut haben, war meistens so höchstens auf unsere Kappe. Manchmal sind wir auch in andere Städte gegangen. Der war ja deutschlandweit. Ja, das ist das Problem. Das war wirklich das Problem. Und dann konntest du nicht viel machen, aber ja, ich weiß nicht. Also bei vielen Sachen hat es mir wirklich, habe ich viel davon gehabt, weil ich in bestimmte Situationen gar nicht erst kam. Hm. Weißt du, so wo es brenzlig hätte werden können, weil jeder wusste, viele waren auch, nee, Usama, du kommst nicht mit. So, du gehst nach Hause. Oh, wow. Ja, ja. Also, klar, wirft ein schlechtes Bild auf uns alle. Ich wäre auch nicht mit dir abgehangen. Ja. Ja, das war wirklich krass. Der zieht uns alle die Scheiße. Ja. Aber jetzt inzwischen ist es so, die sehen meinen Vater, die sagen, ey, du bist der Vater von. Sehr gut. Warte, von dieser Clarin. Von dieser Clarin. Okay, wie war es bei dir? Ah, bei mir war es nicht so extrem, aber so die Tendenz in diese Richtung. Keine Widerworte geben, solche Sachen. Was mit so Freunde nach Hause bringen und niemals, so weiter? Niemals, nee, nee. Aber es war immer so, dass ich habe einen älteren Bruder und der hat schon viel Scheiße gebaut. Auch das ist abgeschoben worden in den 90ern schon. Mein Bruder war auch, bei mir war immer, ich war der Bruder von. Oh, krass. Ja, du bist der Bruder von. Das war cool, weil mein Bruder war schon gefürchtet auf den Straßen. Mhm. Wenn ich da rumgerannt bin, ey, das ist der Bruder von, fass ihn nicht an. Ah, auch gut. Ja, am Anfang gut, bis er abgeschoben wurde. Dann, ey, sein Bruder ist weg. Freie Fahrt, Alter. Freie Bahn auf ihn. Freie Fahrt, weißt du? Ey, Junge. Wie viele Leute, mit denen der ein Problem hatte, ey. Die Brust ist eingefallen. Genau. Junge, da. Deswegen war für mich nicht so, ich musste keine neuen Türen eintreten. Das war nicht so schockierend. Meine Mutter wusste meistens, wenn ich eine Freundin hatte oder sowas, weil damals war ja noch Festnetz, ne? Die haben dann zu Hause angerufen. Ja, stimmt, ja. Die haben dann zu Hause angerufen und dann war es so, ey, die ruft aber jeden Tag an, weil die irgendwas mit den Hausaufgaben wissen will. Wie schlecht ist die in der Schule? Wie schlecht ist die in der du Schule? Du hast eine 5, Junge, was genau. Kriegst du schon bei? Und dann haust du mit diesem Telefon ab, wir sind dann immer mit dem Telefon, das ist so richtig langes Kabel. Genau, so ab, so ins Schlafzimmer zugemacht, Tür und dann da telefoniert, eine halbe Stunde, was? Ja, wir reden über Hausaufgaben. Ja, schon mitgekriegt. Deswegen war für mich nicht so ein... Und mein Bruder kannte jeder wusste... Der ist auch früh Vater geworden. Ach, also, ja, früh Knast. Alles früh. Alles richtig übertrieben. Alles durchgespielt für dich, ne? Alles durchgespielt. Für mich war nicht mehr so. Aber so auf der anderen Seite, ich habe immer doppelte Strafe gekriegt. Ich habe immer doppelte Strafe gekriegt. Du musst das besser wissen wegen deinem Bruder. Ja, stimmt. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe als so Jugendlicher ein bisschen Mist gebaut, ne? So Kappen geklaut, Leute bedroht. Das ist richtig bescheuert. Einfach so Men's Society-Style. Richtig bescheuert. Und ich habe schon bei der ersten Strafe habe ich direkt schon so Wochenende Remscheid-Knast bekommen. Hä? Ja. Und der Richter hat auch gesagt, ey, wegen deinem Bruder, weil du weißt, du solltest das besser wissen. Ist das legal? Eigentlich glaube ich nicht. Aber ich hatte damals, du bist einfach hingegangen, du hast keinen Anwalt gehabt oder irgendetwas. Was ist das für eine Sippenhaft? Aber neuester Richter sind sehr berühmt. Ja. Sind sehr berühmt für richtig hart gegen Ausländer. Ja, boah. Ja. Wirklich? Ja. Junge. Die haben voll den Ruf weg. Ja. Also ist das wirklich, ist das nicht wieder Opfergespiele, sondern wirklich... Nee, das habe ich oft gehört schon. Junge. Ja. Wow. Deswegen ist es immer so schwer zu beschreiben, weil es so viele gibt, die aus ihrem Ding ein Drama machen, wo gar kein richtiger Drama war. Ey, glaub mal, bei mir war Horror. Echt da durchzukommen, es war manchmal ein richtig mega Nachteil. Manchmal war aber auch voll der Vorteil, weißt du? Weil du konntest durch die Straße gehen und das ist der Bruder von... Fass den nicht an. Und ich, geh zur Seite, ich bin der Bruder von. Schuss. Bruder von. Geh zur Seite, kennst du meinen Bruder nicht, Junge? Gib mal her, dein Ding da. Oh, hast die Leute alle so abgezogen? Leute abgezogen, echt, ey. Es tut mir auch leid für jeden, bei dem ich das gemacht habe. Ich war 15, 14. Ihr kriegt alles 15. zurück, Kaugummis, alles zurück. Inklusive Inflation, kommt auch noch drauf. Den ich was weggenommen habe. Ich dachte damals, das wäre cool, so. Richtig.
Ja gut, habe ich direkt, meine erste Strafe war schon direkt hart. Ey, wirklich Knast? Remscheid? Wirklich Remscheid, Wochenende Knast. Sofort. Wie alt warst du? 15, 16? Als ich das Urteil bekommen habe, war ich, ja, so 15, 16. Aber bis das vollstreckt wurde, sind noch mal 2 Jahre vergangen. Das heißt, ich war mitten im Abi, ich hatte mich schon geändert. Oh. Und musste noch mal dahin. Richtig scheiße. Übers Wochenende. Und übers Wochenende. Am Montag wieder weiterlernen. Genau, komm, Montag Diskussion. Wieder weiterlernen, so ganz normal. Ey, was überleg, ist jetzt? Der hat Attest bekommen vom Knast, dass er 2 Tage nicht in der Schule war. Nein, das war Wochenende. Nein, extra Wochenende. Für die Jugend, ja, Jugendknast. Oh mein Gott. Das war Jugendknast. Jugendknast ist immer Wochenende. Ist nur am Wochenende oder du hast so 4 Wochen wahrscheinlich in den Ferien oder sowas, wo du das dann bekommst. Ja, und einmal hatten wir einen Auftritt im Knast. Wisst ihr noch? Ja, klar. Und als ich da reinkam, haben die mich recherchiert. Da meinte der Wärter. Der hat dich recherchiert und bei mir auch. Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch, das war Köln-Ossendorf. Ja, ja, genau. Und der meinte zu mir, ey, was war denn das? Ich so, woher wissen Sie das? Heftig. Ja. Voll krass. Richtig durchleuchtet. Richtig durchleuchtet, weil das ist wohl eingetragen. Wenn du einmal so Freiheitsstrafe verurteilt wurdest, dann ist das so für immer drin. Genau, da bin ich. Da bin ich groß geworden, Alter. Ey, ich weiß noch, dieser Knast, der Knastauftritt, das war das erste Mal, dass jemand direkt wusste, mich. So, raten Sie mal, woher der kommt. Weil es ist ja immer so das Spiel bei mir, immer, dass keiner so rauskriegt, bei dir auch nicht. Bei ihm merkt man direkt Marokkaner, bei Khaled auch. Und der wusste direkt Saudi-Arabien. Der hat alles recherchiert. Der wusste Sachen, die ich gemacht habe, als ich 15 war. Alter. Boah, der hat richtig krass. Unnötig gestalkt. Der hat das richtig geguckt, wer tritt denn hier überhaupt auf. Ja klar, kann ich auch verstehen. Ne? Das sind interessant. Häftlinge drin. Ey, aber generell macht Polizei macht das auch krass widerrechtlich, weil ich weiß zum Beispiel, habe ich mal eine Normalpolizistin normal kennengelernt, also lief nichts, ganz normal kennengelernt und sie hat auch gesagt und zugegeben, dass sie sich so an ihre Kollegen wendet, wenn zum Beispiel sie einen neuen Nachbar bekommt und sie will wissen, okay, ist der Nachbar cool, ist er normal? Mm. Und die durchleuchten, was gesetzlich nicht was erlaubt ist. Was sie nicht dürfen, ja. Na, richtig. Ich habe gesagt, ey, kannst du mal den und den für mich durchleuchten? Ja, kenn ich auch jemanden. Also ich kenne, ich habe einen Freund, dessen Schwager ist Polizist. Ja. Und der findet immer Sachen raus. Der sagt sogar zu dir, ey, wenn du irgendwas rausfinden willst, über ich würde es genauso machen, das ist das beste Google, das ist besser als Google. Ja, der guckt noch richtig tief rein, da kannst du nicht mal, Google kommst du nicht da an. Der sagt dir genau, Junge, ob der Typ einen Strafzettel, was der alles hatte. Ja. Krass. Ja, aber was mich halt interessiert bei dir ist, welche Sachen, was Erziehung angeht, würdest du sagen, boah, das war voll unnötig, beziehungsweise hat mir eher geschadet? Und würde ich eher anders machen bei meinen Kindern und mache ich anders? Es gibt sogar etwas, das ich auch anders mache. Also gerade dieses nicht über Sachen diskutieren, keine Widerworte geben, weißt du, weil ich hatte so oft ein Warum. So, und mein Vater zum Beispiel hat mir immer das Gefühl gegeben, ey, dieses Warum, bring das erst gar nicht an. Frag mich gar nicht, wenn ich dir was sage, dann machst du das. Ja. Fertig, aus. Wozu hat das dann geführt? Dass er gesagt hat, sag nicht, frag nicht warum. Wozu hat das geführt bei dir? Rebellion auf allen anderen Linien. Überall, wo ich durch konnte, bin ich extrem durchgegangen. Also bei meinem Vater bin ich nicht durchgekommen, durfte ich nicht. Schule, Junge, 1000 Warums. Bis der Lehrer ausrastet, bis er nicht mehr kann. Hat er mehr Fragen gestellt als ich? Ihr merkt, ne? Handy sagt nichts. Ich habe mehr Fragen gestellt. Handy sagt nichts, ja, weil der hat mich immer bezichtigt. Ich bin einfach. Ey, das ist aber echt so. Ich bin oft nur Interviewer. Ja. Weil mich das voll interessiert. Und hier ist ja normal, wir sind in einem Podcast-Format, aber im wirklichen Leben. Das ist Psycho. Nein. Das ist wirklich, ich bin wirklich interessiert. Ich meine, die Person kann ja auch zurückfragen. Genau. Ich habe auf jeden Fall überall immer hinterfragt. Ne? Ich wollte hinterfragen, zu Hause durfte ich nicht hinterfragen. Und ich habe dann überall anders hinterfragt, wo man eigentlich nicht so viel, was man eigentlich von zu Hause kriegt, man ja diesen Halt. Mhm. Und ich habe das bei meinen Kindern, dass manche sich sogar wundern, ey, warum beantwortest du deiner Tochter so viele Fragen? Alter, geh doch einfach weiter, das reicht doch jetzt langsam. Ich habe so voll die Geduld damit. Ja. Sehr geduldig, ja. Du bist krass geduldig mega mit deinen geduldig. Kids. Ich bin den ganzen Tag, jeder andere würde sagen, jetzt sei ruhig, geh weiter, hör auf, weil ich das sage. Weil ich das sage, deswegen sollst du das nicht machen. Sondern ich so, ja, warum? Weil dann passiert das und das und das und das, dann passiert dann. Ich bin
aber, durch, aber, bei beiden meinen Kindern. Aber bei, weil ich das sage, es funktioniert bei mir auch null. Drei ja. Kids, es funktioniert nicht und ich mache das, ich habe das mal gemacht und alle Kids wissen das bis jetzt, dass ich das mal gemacht habe. Und die denken, denen ist ein Trauma passiert. Dass ich gesagt habe, wir machen das jetzt so, ist einfach so. Einmal habe ich das in 15 Jahren gemacht, so hart gesagt, nee, wir machen das jetzt, Schluss, keine Diskussion, ja. Einmal. Und die denken, wahrscheinlich, wenn die zum Therapeuten gehen, ist es so. Ja, hat er einfach gesagt. Er hat gesagt, wir machen das einfach. So. Einmal Jugendamt. Einmal Jugendamt. Ja, also und zwar normal, Junge. Ja. Also das ist auch eine Sache, die ich nicht mache. Also einmal, ne, in 15 Jahren, wo ich auch wirklich durchgedreht bin. Aber das mache ich auch nicht. Also ich versuche immer, weil das so extrem war bei uns zu Hause, immer Augenhöhe. Immer ja, Augenhöhe. Ja, bei mir auch. Ist aber manchmal auch nicht so. Ist nicht so easy, aber ja. So. Aber jetzt, meine Kids sind ja so 15, 13 und 9 Jahre alt. Das Verhältnis mit euren Kids ist ja super, ne? Ja. Also ich würde sagen schon. Ja, ist schon voll Augenhöhe. Manchmal aber auch nicht so gut, ey. Ja, natürlich ja, nicht. Du musst immer 1000 Erklärungen, bevor du eine ja. Sache durchsetzt, weißt du? Weil manchmal musst du schnell sein. Manchmal musst du deine Schuhe anziehen, rausgehen. Ja, ja, ja. Da kannst du nicht erklären, warum jetzt genau diese Schuhe. Oder warum man sieht man keine Gummistiefel in der heißen Sonne an oder sowas, weißt du? Aber später ist schon geil. Also später jetzt, ist geil, wenn die Sachen voll verstehen ja. können, weil meine Tochter sich das jetzt gerade. Ja. Aber auch noch später. Ich merke das so, noch später. So ein cooles Buddy-Verhältnis. Weißt du, wie hart dieser Druck war, auch in der Familie? Also, wenn du Widerwort gegeben hast gegen deinen Vater, dass so die ganze Familie sich auf einmal alle. Ja. Wie kannst du alle? Ja. Alle sind so ja. entsetzt, ja. obwohl eigentlich normal ist. So, du willst wissen, warum. Weil der sagt dir zum Beispiel eine Regel, die so religiös ist. Und der kann dir aber nicht erklären, das ist aus dem Koran oder das ist aus unserer Familie. Das ist, weil damals ist das und das passiert und deswegen haben wir diese Regel aufgestellt. Mhm. Weil der die meistens nicht weiß, der durfte noch weniger Widerworte geben. Stimmt. Der durfte noch weniger. Der weiß sie noch nicht mal. Konnte deshalb weniger erklären, warum. Vielleicht auch weniger belesen auch, ne? Vielleicht ja. eine Generation auch weniger belesen. Viel weniger, Alter. Was belesen? Für Lesen? Ey, ich wollte es nicht sagen, aber... ich wollte es nicht sagen, Bruder. Das ist ja auch noch das Harte. Du kannst ja dann lesen, weißt du? Und du bist so in Literatur unterwegs. Das heißt, du hast ein paar Antworten auf Fragen aus anderen Quellen. Aber die Quellen werden nicht akzeptiert bei deinem Vater. Die werden akzeptiert, wenn er die will. Ja. Wenn er zu dir sagt, hey, was steht da? Die Quelle gefällt mir. Die Quelle gefällt mir, ist richtig. Was aber das? Ach, das ist alles Lüge. Das ist alles auch Lüge. Hey, so weit musst du ja in dem Gespräch erstmal kommen. Aber da ist ja dieser Riegel. Prang. Ist so. Ja, aber dadurch waren viele Sachen einfacher. Ne? Ich muss dazu sagen, wir sind 5 Kinder. Ich bin ja jetzt manchmal mit 2 überfordert. Wir waren 5 Kinder und dann gab es einen, der einen Ton angegeben hat und dann ist die ganze Familie weiter. Ist auch vereinfacht, ja. Ist vereinfacht, ja. Gerade wenn du bist mit 7 Leuten, fährst du nach Marokko im Auto. Oh. Junge, 2000 Kilometer. Dann bist du da 6 Wochen. Du kannst nicht mit jedem reden. Ey, niemals. Ich bin eine Woche mit meinen Kindern in Marokko. Ich gehe kaputt, Alter. Weil ich habe gar keinen Urlaub gehabt. Ich habe die ganze Zeit nur erklärt. Ich bin nur am Erklären, erklär. Da ging das nicht. Alle rein ins Auto, zack, keiner gibt Widerworte. Wir fahren jetzt weiter. Ja, ja. Du sagst nicht mal, selbst wenn du aufs Klo musst, ich steig jetzt ein, egal. Ich kann jetzt nicht sagen, aber ich muss noch auf Toilette, weil das ist ganz Familie gegen dich. Was, Toilette? Genau, das ist der, glaube ich, größte Unterschied. Und viele Sachen habe ich nicht verstanden, während ich jugendlich war und meine Eltern gesagt haben, mach das nicht, wo ich später dann aber verstanden habe, okay, ich check das und ich weiß warum, ich habe selber das Warum dann rausgefunden und ich mache das so teilweise bei meinen Kindern. Die bringe ich dann so teilweise. Vieles, was mit unserer Tradition, mit Religion zu tun hat, auch jetzt nicht, die dürfen nicht so ein Übermaß jede Musik hören oder sowas. Ich habe das auch, aber ich differenziere die Musik. So. Kannst du auch erklären, warum das Lied nicht
Genau, also das warum ist ja das was Lied anderes. Nicht? Oder so räudige Serien wie Bibi Blocksberg oder sowas. Nicht Bibi Blocksberg, die Bibi und Tina. Genau, Bibi und Tina, diese Echtverfilmung, wo Kinder so nackt rumrennen und sowas. Auch wenn da FSK 12, FSK 6 drauf ist oder 0, ich gucke da drüber und wenn das für mich diese Räudigkeitsgrenze rüber ist, dann ist es nicht stopp. Da gibt es auch keine Diskussion. Dann. Ja, ist auch so. Ja. Bei sowas ist es okay. Das habe ich. Das habe ich auch, ja. Ja. Jetzt kommen wir zu Henny Harami Boy. Ah ja, genau. Echt, Junge. Bei dir interessiert mich das mal. Also richtig. Unser Eindruck von Henny ist... Jetzt kommt's. Unser Eindruck von Henny ist... stur Glaubenssätze durchziehen war gar nicht sichtbar so, ne? Für uns war das so... Ah, er macht sein Ding einfach. Glaubenssätze, was meinst du? Okay. Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, jemand trinkt, der andere trinkt nicht. Und unsere Gruppe ist ja verschieden. Genau. Und dann, der eine ist strenger, der andere ist mal so, der andere ist so. Und bei dir war so, das ist nicht sehr ägyptisch, was er da macht. Was meinst du? Ich meine, du hast selber Harami-Boy gesagt, aber ich will das nicht für dich sagen. Aber nicht so extrem Harami-Boy. Nein. Nein, absolut nicht. Aber, mit einer Selbstverständlichkeit. Mit einer wirklichen, nicht zu hinterfragenden mit Selbstverständlichkeit. Beefy in der Hand. Mit Beefy Mundgeruch in deine Nase. Und ein Stück. Ja, also viele Sachen, wo eigentlich so 0815 Egyptian Family nach Deutschland emigriert und dann machst du aber dein Ding. Wie bist du da hingekommen? Ich bin jemand, der null zum Beispiel darauf angesprungen ist, ey, ich sag dir das, das und das, du hast zu gehorchen, aber ich liefere keine Begründung. Zum Beispiel, meine Eltern sind auch Muslime, mein Vater war auch Vorsitzender einer Moschee und so weiter. Also, ne? Also, aber die waren nie so dieses Level von deinen Eltern, also so krass, so streng, jetzt auch nun auch wieder nicht. Also ich bin auch feiern gegangen und so weiter, also solange ich jetzt nicht hier betrunken war oder whatever. Ne? Also da waren jetzt nicht so extrem. Aber vor allen Dingen bei unserer Kultur wird ja viel religiös begründet, was die Erziehung angeht. Ne, und bei mir hat zum Beispiel nie funktioniert, wenn ich gefragt habe, ey, warum das und das, dann gibt es für manche Sachen gibt's ja keine Gründe. So, ne? Also dann kommt dann immer so dieses nach dem Motto, die Wege des Herrn sind unergründlich. So dieses nach dem Motto. Und das hat bei mir nie funktioniert. Also das ist, war für mich persönlich dann einfach zu wenig, wo ich mir dann gedacht habe, warte, ich soll dann jeden Tag nach den Regeln leben, ohne Überzeugung? Mhm. So, das war für mich so, das war für mich so fremd. Das war für mich so, ey, Alter, dann bin ich ja gefühlt voll in so einem Käfig, in so einem Gefängnis, wenn ich dann ohne richtige Erklärung und ohne Argumentation, ich habe auch andere gefragt, zum Beispiel Leute in der Moschee oder Gelehrte und so weiter. Ich habe mit vielen so geredet und trotzdem hat es nie so Klick gemacht, dass ich sage, ey, wow, ich mache das jetzt aus vollster Überzeugung. Es muss auch Klick machen. Richtig. Sonst ist es zu viel. Also, wenn du es wirklich konsequent durchziehst, ist ein Klick auf jeden Fall hilfreich, weil sonst kommt dir kommen dir sehr viele Sachen so vor, als wäre es, ja, mach Kopfstand fünfmal am Tag. Guck mal, davon, wie viele Erklärungen brauchst du auch, ne? Guck mal, ein Teil der Überzeugung macht allein schon, dass deine Eltern das machen. Also bei mir war immer so, okay, die machen das ja. Ich bin schon ein bisschen überzeugt, aber ich brauche noch ein paar Antworten. Dann macht es bei mir schon Klick. Ich glaube, er ist sehr schwer zu überzeugen. Der braucht, es reicht ihm nicht, dass die Eltern machen das ja schon, sondern ich brauche einen richtigen Beweis, warum das jetzt so ist. Genau. Ne? Genau, bei mir ist es zum Beispiel so, dass bei mir Tradition an sich ist für mich kein, überzeugt mich nicht. So nach dem Motto, okay, nur weil der das macht, musst du das machen. Also ich kann nicht einfach so ohne Überzeugung so Copy-Paste leben. Mhm. Also wenn Leute das machen, so ey, absolut easy, wenn die da so Erfüllung so empfinden. Noch nie in meinem Leben habe ich, obwohl ich bin halt nicht religiös, noch nie in meinem Leben habe ich mit dem Finger auf andere Religiöse gezeigt und gesagt, wie könnt ihr einfach so Copy-Pasten? Und das war, noch nie in meinem Leben habe ich das gemacht. Ist auch gar nicht so
mein Charakter, das zu machen, so abwertend auf andere hinabzuschauen. Das Einzige, was ich halt nie mochte, ist Leute, die Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Ne? Aber zum Beispiel so in der Community, bei uns ist das ja voll krass. Sehr viel. So ist dieses, ich faste an Ramadan, ich esse kein Schwein, aber dann Jack Daniels Cola und dann Chicks flexen. So, das ist für mich so, das war für mich so, mach dein Ding, klar, aber wenn das ins Belehrende geht und man mit dem Finger auf andere sagt, ey, du isst Schwein oder du machst das und das, aber selber dann die schlimmsten Sachen machen und das nicht mal wissen, zum Beispiel mit Chicks irgendwas haben, so, das ist ja so im Islam zum Beispiel eine Todsünde. So. Also, und dann die Nerven zu haben, mit dem Finger dann so auf andere zu zeigen und sagen, ey, was machst du da mit Beefy in der Hand, so zum Beispiel? Das ist für mich auch so, solche Leute haben mich abgeturnt, wo ich gesagt habe, hör auf zu belehren, wenn du selber tausendmal schlimmere Sachen machst. Mhm. So, für mich war immer so Glauben sowas Individuelles. Das ist immer sowas, ey, das ist dein Glauben, leb so, wie es halt nicht andere schadet, leb's so aus, wie es dich happy macht. Und das war dann, bei meiner Erziehung war das halt so, dass sie voll versucht haben, war natürlich auch in Moscheen und habe immer mitgegangen mit meinem Dad und so weiter. Also die haben sich so bemüht. Ja. Ne? Aber bei mir war das halt so, ey, ich kann halt Sachen nicht machen, wenn ich nicht so überzeugt bin. Und dieses, hey, du musst das und das machen, einfach so, aus sozialem Druck, sowas funktioniert bei mir halt gar nicht, weil das ist auch der Grund, warum zum Beispiel viele Leute so scheinreligiös sind, weil die Angst haben vor dem Druck der Community, bestimmte Sachen nicht zu machen. Ja, gibt's zum Beispiel, auch oft, ja. Zum Beispiel, es gibt welche, die halt vielleicht so geboren sind als Muslime, aber jetzt nicht so überzeugt religiös sind und an sich selber, wenn sie jetzt nicht beobachtet werden, würden sie von selber jetzt nicht fasten, zum Beispiel, als Beispiel. Mhm. Ne? Aber weil die wissen, wenn ich jetzt wenn die Leute mich sehen, also machen das so viele Leute. Ganz genau. Das gibt es auch. Ja, das richtig. Gibt's, ja. Weil dann gibt es Pushback, dann gibt es Druck, sozialen Druck. Und die haben etwas, wovor Menschen halt besonders Angst haben, ist Isolation, soziale Isolation. Ne? Aber es gibt auch Leute, die Fehler machen und wissen, dass diese Fehler, dass das Fehler sind. Das ist, aber ich verstehe, was du meinst. Aber dann frage ich mich, bist du wirklich religiös? Ich nenne dir ein Beispiel. Mhm. Ein Beispiel. Weil wenn jemand sagt, ey, ich bin religiös, ich bin gläubig, dann trifft diese Person dann Chicks und dann trinkt Alkohol. Sorry, ich glaub dir nicht. Warum? Ich sag dir warum. Jeder weiß, der sich mit dem Koran oder mit dem Islam ein bisschen auch nur beschäftigt hat, dass zum Beispiel, was mit Frauen haben, ist eine Todsünde. Todsünde. Ja. Mit Frauen etwas zu haben. Ne? Ja. Vor der Ehe. Und man weiß, was zum Beispiel in der Hölle passieren wird, ne, wenn es nach dem Koran geht. Die Hölle ist 70 Mal heißer als die Sonne. Ja. Ne? Und dann wird dein Horror-Stories, muss ich nicht sagen, was alles passiert. Aber wenn ich wirklich gläubig bin und ich weiß, wenn ich das und das mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass mir das passiert. Also das, das ist bei Plus, Minus und wenn das so eine Excel-Sheet wäre. Richtig, ganz genau. Aber die Sache, diese Ausgangslage ist, also diese Ausgangslage ist judgy, ne? Zum Beispiel. Also wenn wir jetzt sagen würden, jemand hat einen Fehler gemacht, er bereut diesen Fehler danach, aber ab der Reue ist God's Business, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ab der Reue ist God's Business. Richtig. Die Regel, die uns gesagt wurde und vor allen Dingen die, die immer am meisten gepredigt wurde, mach ja nicht, sonst Feuer, ist ja, was ein bisschen auch der Grund ist in Deutschland, warum Leute nicht weiterhin gläubig sind, auch die Christen, so, weil die so die Religion nur nehmen, wie es auch in der Schule genommen wird, bis zur 5. Klasse und dann kannst du Religion abwählen und dann musst du dich damit nicht mehr beschäftigen. Würden die Leute sich so weiter damit beschäftigen, würden die so über diese Excel-Sheets hinaus lernen. So. Und dann ist natürlich so, der Widerspruch, den du siehst oder so, wo du sagst, das ist keine Konsequenz von diesem Menschen, weil er ja aus Überzeugung da die Chicks flachgelegt hat vor der Ehe, aber jetzt kannst du ja eh alles vergessen. Nein. Aber nein, was ich meine ist so, das ist alles ohne die Berechnung von dieser unendlichen Barmherzigkeit Gottes, so zum Beispiel. Also das, ich will jetzt nicht so tief da reingehen, aber es geht gar nicht ohne Tiefe.
weißt du, das Thema geht gar nicht ohne Tiefe, weil eigentlich wirklich alles so radiert ist, wenn du sagst, ey, Reue und nicht Wiederholung und Überzeugung davon, dass das falsch war, und dann ist so weg, weißt du, und dann einfach Fehler nicht wiederholen und Einsicht. Das ist richtig, das meine ich. Ist so krass bei Gott angesehen. Also es ist auch ein so hohes Gut, diese Einsicht, sodass wirklich auch diese Kindergarten-Excel-Sheet, du hast also, darfst du nicht mehr, das zählt nicht, wenn man sich so ein bisschen weiter mit der Thematik befasst. So. Aber das ist etwas, was ich, das geht trotzdem nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß, dass da ein Widerspruch ist bei dir im Kopf, aber... Total, wenn ich mir denke, ey, okay, es ist ganz klar festgelegt, das und das ist verboten. Ja. Das ist ein nicht nur ein fetter Minuspunkt, das ist eine Todsünde noch. Ja. Du weißt, was passieren wird. Wenn du daran glaubst und das unerschütterlich ist, warum geht das auch überhaupt nicht, warum geht es auch nur eine Sekunde in dein Hirn, dieser Gedanke, das zu tun und beziehungsweise die Sachen immer wieder zu tun, wenn du von dir selber sagst, guck, und ich habe ja nicht mal, das habe ich ja vorher auch gesagt, für mich ist es völlig cool, wenn jemand so individuell für sich diese Reise macht. Ich bin der Letzte, der dann so judgy ist und so weiter. Es geht mir ausschließlich um die Leute, die dann andere judgy belehren. Sind so andere. Ganz genau. Mir geht es ausschließlich nur um die Leute, die einfach nur sagen, ey, was machst du, was machst du? Und dann kriege ich mit, der ist Zuhälter? What? Ja, okay, ist ein extremes Beispiel. Ja, nein, also, immer nie, ich sag nur, als, das ist natürlich so ein extremes Beispiel, aber das Beispiel ist vorgekommen. Aber nie die Person, die mir etwas sagt als Maßstab, sondern das, was er mir sagt, aus seinem Ding heraus, als Maßstab. Ne? Zum Beispiel jemand sagt zu mir, ey, das und das ist verboten, warum machst du das? Dann gucke ich nicht, was machst du denn überhaupt? Sondern was ist deine Quelle? Woher redest du gerade? Ja, ich rede aus dem und dem Buch. Dann nehme ich das als Maßstab. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, weil es ist ähnlich wie mit zu schnell fahren ist verboten. Mhm. Ne? Aber passiert. Deswegen musst du nicht noch aufhören, Auto zu fahren. Weißt du? Ich verstehe, was du meinst, aber bei mir macht das wirklich nicht Klick, wenn Leute, es gibt mir ausschließlich das Jaji, nur... Da sind wir einer Meinung. Genau, also, richtig. Nur also, dieses Belehrende. Aber auch das ist ja ein großer Widerspruch zu zum Beispiel, wenn einer judged über den anderen, ist ja auch islamisch nicht in Ordnung. Es ist ja auch in der Lehre auch verpönt, über andere zu judgen. Das heißt, diese Leute verhalten sich ja von A bis Z falsch. Und die mache ich nicht zum Maßstab. Unabsichtlich. Weil auch in, die Copy-Paste. Ja. Nein, weil es auch ein Grundsatz ist, auf Sachen aufmerksam zu machen, die falsch sind. Du sollst diese Sachen ja ansprechen, die falsch sind. Und manche können das nur mit einem erhobenen Finger oder mit einem Belehren, weil es ist schwierig, jemanden auf etwas hinzuweisen und davon abzusehen, was man selber falsch gemacht hat. Weißt du, die können das nur. Es ist nicht jeder ein Pädagoge, der rumrennt. So, weißt du? Ja. Die können das nur so, ey, hör auf, das ist verboten, das dürfen wir nicht machen. Und dann kannst du nicht sagen, ey, warte, du machst aber auch hier das und das und das. Darum geht es ja gar nicht. Es geht gar nicht gerade darum, was er alles macht. Sondern es geht um die alleine diese Sache, die gerade da gesehen wurde. Ich bin halt extrem allergisch gegen Doppelmoral oder gegen so Heuchler. Heuchler sind für mich mit die schlimmsten Menschen ever. Ja, und bei mir auch. Wenn die Absicht das ist, also wenn es die Absicht ist, dann... Ja, aber wenn jemand mit Jack Daniels Flasche in der Hand sagt, du sollst nicht trinken, ey, sorry. Ja, wenn er sagt, du sollst nicht trinken mit Jack Daniels Flasche in der Hand. Als Beispiel. Ja, dass das passiert. Aber das sind ja immer heftige Beispiele. Es ist eher anders. Es ist eher, dass jemand zum Beispiel Jack Daniels Flasche in der Hand hat und du isst Schweinefleisch und der zu dir sagt, ey, ist kein Schweinefleisch. Für mich ist es auch Katastrophe. Ja, genau. Ne, weil beides ist Katastrophe. Das andere ist halt... Du selber etwas so verboten ist, du bist nicht in der Rolle, in der Situation, du hast gerade nicht das Standing mit deiner... Nein, der muss nicht alles richtig machen, um dir etwas zu sagen. Das sehe ich falsch. Das sehe ich nicht so. Sondern du kannst auch im Gegenzug sagen, ja, du hast recht. Ich sollte kein Schweinefleisch essen. Aber ich du war solltest oft auch in kein der Alkohol Situation. Trinken. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist völlig menschlich, dass wenn zum Beispiel, inwiefern würdest du deinen Lehrer oder deinen Ausbilder respektieren, wenn du mehr weißt als der Lehrer und der Ausbilder? Irgendwann ist das so. Aber ich sehe den nicht als meinen Ausbilder. Nein. Ich sehe das Buch als meinen Ausbilder. Ich verstehe, was du meinst, aber wenn du, für mich ist auch wichtig, wer ist der Messenger?
zum Beispiel, okay, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber das ist jetzt, wenn wir in Richtung Politik gehen, ich werde das jetzt nicht krass vertiefen, aber wenn zum Beispiel ein Land gegen 50 internationale Gesetze verstößt, aber dann sagt, ey, diese Gruppe, die verstößt gegen das und das Gesetz, ne, die ist radikal, die Gruppe, aber selber 50 internationale Gesetze, ne, dann nehme ich das doch... Das ist nicht glaubwürdig, ja. Richtig, das ist null glaubwürdig. Das meine ich damit. Ja, aber... Aber in dem menschlichen Fall ist das, wenn mir jemand etwas sagt und er weist mich auf etwas hin und er will mir den Gefallen tun, mich zu korrigieren und macht das mit der Absicht, ey, sorry, und er macht das auf eine vernünftige Art und er hat gerade die Jack Daniels Flasche in der Hand, dann würde ich, also im Optimalfall, eigentlich musst du unabhängig sein von diesem Typen, der das gerade gesagt hat. Genau so, Also zum Beispiel, ich muss die objektive Nachricht auffassen und der sagt mir gerade irgendetwas, das ist nicht cool, was du gerade da machst. Ey, ich will nur das Beste für dich. Du umgehst jetzt gerade hier eine Sünde, wenn du hier einfach dich besser verhältst, bitte. Dann, das habe ich auch in Saudi-Arabien oft gemerkt, ehrlich gesagt, ist mir das oft passiert. Wo ich gemerkt habe, ey, ich kann das wirklich von diesem Räudigen annehmen. Ich kann das wirklich von ihm annehmen, weil ich muss das als Message nicht von ihm, sondern diese Message ist zu mir gekommen und so, jemand will mich gerade korrigieren. Okay, der Messenger ist dir der Messenger, da ist nur ein Wort, so, ist vielleicht nur eine SMS. Ich sehe die auch nicht über mir. Ich sehe die eher mit so als Mit-Azubis. Also die sind auch mit, du bist Azubi, die sind auch Azubis und der Azubi, der kommt zu dir, weil du hast gerade deinen Job nicht richtig gemacht und du hast da was liegen lassen. Du sagst dir, ey, du hast das nicht sauber gemacht. Klar, ich sehe, der hat seinen Job auch nicht richtig gemacht. Aber das ändert ja nichts daran, dass er recht hat, ich habe den Job hier gerade nicht richtig gemacht oder ich habe etwas nicht aufgewischt zum Beispiel. Ich musste was aufwischen, aber nächstes Mal, wenn ich sehe, dass der etwas nicht aufgewischt hat, dann weise ich ihn auch darauf hin. Aber nicht, um mit ihm wieder auf Augenhöhe zu kommen, höher oder tiefer, sondern weil ich diese Regeln auch mit respektiere. Also zum Beispiel ist das in dem Fall das, was dir da gegen den Strich läuft, dass derjenige dich so korrigiert, das ist so ein bisschen dein Ego. Ja. Das ist so ein bisschen, also nicht in deinem Fall, dass dich das abfuckt. Nein, aber ich meine, bei dieser Situation... Sprich die Schahada. Ich kann das so leicht entkräften, weil ich nehme zum Beispiel Ratschläge von dir oder wenn du Kritik hast, zum Beispiel an meinem Charakter oder sowas. Und du sagst, ey, Henny, du warst ein bisschen zu schwierig, Henny, du warst da wie auch immer, wenn es in der Vergangenheit vorgekommen ist. Ey, oder was für Maßstab, der kann sich auch ausdrücken, das ist ein richtig guter Mensch. Nein, oder zum Beispiel, oder wenn du zum Beispiel gesagt hast, Henny, du bist ab und zu bequem, als du das vor ein paar Jahren gesagt hast, ich erinnere mich an die Sachen und mein Ego war auch da nicht so groß, dass ich so darüber stehe. Also das ist für mich kein Ego-Problem. Aber zum Beispiel jetzt, wenn es zum Beispiel um religiöse Sachen geht, es ist nicht so, dass ich nicht religiös bin, weil der Messenger mich nervt, sondern weil ich grundsätzlich, dass wir so tief können wir gar nicht jetzt reingehen in den Podcast, aber dass ich einfach so bist nicht überzeugt. Einfach nicht so überzeugt, dass so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so ich will sogar, guck mal, so wichtig ist mir, dass Religion der Halt ist von Menschen, dass ich nicht mal sagen will, was meine Zweifel sind oder warum, weil ich nicht mal den Glauben erschüttern, ich will nicht mal so Glauben erschüttern. Ja, ist aber aufmerksam, ist gut. Von Leuten, die Religion... Ja, aber es zeigt auch, dass er glaubt, dass er es durchgespielt hat. Nein, nicht durchgespielt, sondern ich weiß, dass es keine endgültige Lösung dafür gibt oder keine endgültige Erklärung, weil we never know. Natürlich ist das alles Glauben, alles Religion, das steht in dem Buch hundertprozentig, aber diese zweifellose Gewissheit so ist erst gegeben, wenn wir da sind. So, weißt du, genau. Richtig. Und deshalb will ich trotzdem nicht, dass jemand so schwankt ein bisschen in dem Glauben oder dass ich so einen Samen sehe, dass ich eventuell irgendwas triggern könnte. Deshalb rede ich auch nie öffentlich. Ich weiß, was du meinst. Deshalb rede ich auch nie darüber, so, ey, ich bin nicht religiös wegen dem und dem und dem. So, weil es mir. Und da kann man halt dieser Ego-Sache zum Beispiel so ein bisschen widersprechen. Wäre ich so ein ganz krasser Ego-Mensch, würde ich das voll zelebrieren, weil aber ich meinte nicht, dass du aus Ego dann das. Das meine ich nicht. Sondern wenn man in der Situation und jeder kommt in die Situation, dass man korrigiert wird
Und dann sucht man ganz schnell bei dem anderen irgendwas, statt einfach, warte mal, einfach nur so bescheiden, einfach, warte mal ganz kurz. Ja, stimmt. Ja, stimmt, weiter geht's. Weil, ey, Junge. Voll schwer. Es ist voll schwer. Aber ich hatte, ja, aber ich hatte das in dieser Phase, genau in dieser Phase, wo ich aus dieser Familie und nur in dieser Bubble, in der islamischen Bubble in der Moschee und, wo dauernd, wo man auch so, wo ich auch bekannt war für ein paar Sachen, die nicht cool waren. Man hat mich mit Mädchen gesehen und keine Ahnung was. Und dann warst du doch nicht so aufmerksam bei Armo-Detekten. Genau, genau. Es ist auch unmöglich gewesen. So, ja. Sachen sprechen sich rum. Und dann hast du dann schon so einen Strike. Ne? Aber ich war gleichzeitig auch in der Zeit Koranlehrer von Leuten, die so 5 Jahre jünger waren als ich. Und dann war auf einmal, kam natürlich diese Situation. Der ist Koranlehrer, aber wisst ihr, was der mit Weibern macht und keine Ahnung was. So, ne? Und dann war so, oft kam ich genau in diese Situation. Junge, ich bring dir doch hier gerade was bei. Ist doch scheißegal, was mein Hobby ist, Alter. Ja. Yeah. Ist doch gerade unwichtig, was ich mit Janett mache. Focus, focus, focus. Janett ist nur für zwischendurch. Nein, aber so. Und das waren nicht mal so heftige Sachen, sondern einfach so Date oder rumlaufen. Ja, es war einfach so, Mädchen kennenlernen einfach so. Und dann ist so, dann bist du bist super schnell in diesen Leute judgen dich, obwohl du einfach nur Jugendlicher bist und dann natürlich deine Fehler machst oder deine normalen Sachen machst. So. Und dann natürlich als Koranlehrer, es kommen immer noch Leute zu mir. Ich denke, manchmal passiert mir das in Aachen, jemand kommt zu mir, ey, ich kenne dich von, und dann denke ich, Rebell und so, ne, von Stand-Up, und dann, du hast mir Jose Amma beigebracht. So im Koran, im Koran, ein Kapitel im Koran, wo ich sage, ey, nice, Alter, das hört sich viel cooler an, ich kenne dich also. Ja, ja, also das habe ich eine Zeit lang gemacht, und dann bist du so in Situationen, wo viele über dich reden und irgendwie schlecht, und dann sagst du so, ey, willst du es jetzt lernen oder nicht? Und dann so, ich kann es dir beibringen, so egal von wem du was bekommst. Also einfach nicht judgen, überlass das Judging Gott und hör mir kurz zu. Es hängt natürlich davon ab, was du denkst, mit welcher Überzeugung man einen Fehler macht. Weil ich habe auch sehr viele Sachen gemacht, die gegen meinen Glauben sind, aber nie, weil ich dachte, ey, hier hat sich auf jeden Fall Gott geirrt oder sowas. Sondern immer, ich weiß, das ist verboten. Alter, ich weiß, das ist verboten. Und ich mache das jetzt. Ich bereue es schon, während ich das mache. Aber ich habe nicht die Kraft, mich davon gerade wegzumachen. Der Reiz ist zu groß. Der Reiz ist so groß. Ich habe nicht die Kraft davon, mich wegzumachen. Und meinen Freunden ging es allen genauso. Sehr viele, die aus dem gleichen Ding kamen. Ja. Teilweise manchmal, wir haben Mist gemacht und danach fing direkt schon die Reue an und wir versuchen sofort was Gutes zu machen. Weißt du, was ich meine? Coole Energie, aber. Ja. Es war nie so. Es war immer, während du das machst, weißt du schon, was das Richtige ist. Deswegen kann ich das von der Person auch wegsehen. Ne? Auch wenn er, keine Ahnung, der ist ein Prediger, aber der hat gerade geklaut. Heißt ja, okay, der war in diesem Moment schwach, so, weißt du? Aber das ändert ja nichts an der Message, so, die Message ist trotzdem gut, der ist vielleicht gerade nicht gut, aber die Message, ich sehe das mal getrennt voneinander. Ja, ja, es ist eine coole Charakterübung, auf jeden Fall. Ja. Also bei vielen Sachen, die bei Rebell auch wirklich schiefgelaufen sind, menschlich, wo man so enttäuscht wurde von Leuten und keine Ahnung, wo ich so sage, ey, boah, ich krieg das nicht hin, diesen Leuten zu vergeben. Mhm. Ich krieg das charakterlich nicht hin. Mhm. Ich krieg's nicht hin. Mhm. Ich arbeite an mir und. Nein. Und wo ich so sage, ey, das ist nicht einfach. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, so dann noch so diesen Saubermann zu machen und man muss vergeben, man muss vergessen. Ja. Alter. Nee, bin ich auch nicht frei von. Bin ich auch nicht frei von. Bei so Sachen in letzter Zeit, die passiert sind vor Corona, mit das, mit keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und dann die Leute, die einen so, und du hast eigentlich das für die gemacht und da machen die so mit dir. Ich so, yo. Yo. Ich sage, und dann sehe ich so diese ganzen Papiere und die Zahlen, ich sehe, was die Leute gemacht haben. Das verstehen alle. Ich schwöre, ich rede mit Gott. Ich sage so, kannst du das nicht vergeben? Ich kann nicht. Ich schwöre, ich habe solche Gedanken so.
ich verstehe, warum sich Menschen gegenseitig umbringen. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, ich schwör's dir. Also wenn ich diesem Gefühl jetzt nachgeben würde. Genau, dann ist für mich plausibel, ich könnte jemanden umbringen. Wenn ich einfach nur ein bisschen weniger erzogen worden wäre. Wenn ich einfach nur ein bisschen asozialer wäre. Welche Neues aufgewachsen. Hätte ich nicht zugehört, weißt du, hätte ich ein paar Mal nicht auf Schnauze bekommen. Hätte ich, wo ich sag so, Typ wäre tot. Ich schwör's dir. Krass. Also, bin ich auch nicht frei von. Aber ey, da sieht man mal, wie gemischt das bei uns ist, was die Leute meistens gar nicht wissen. Gar nicht. Die wissen gar nicht. Die denken. Die denken wirklich, das wäre so Mecker-Ensemble. Mecker-Ensemble, genau. Es gibt ein Vorbild bei Rebel Comedy. So denken die. Unglaublich. Genau. Ja, Babak ist auch nicht religiös. Nee. Alle nicht. Aber Christ. Lich, I don't know, was er ist. So, genau, die Minderheit ist, ist praktizierend religiös. Ja, auch. Ne? Auch unter den Religiösen gibt es auch nochmal Nuancen. Ja, ja. Aber das, die Sache ist, was mich halt unterscheidet von Leuten, die sonst nicht religiös sind, also die meisten, die nicht religiös sind, ist, ich sehe gerne religiöse Menschen. Mhm. Weißt du, ich mag es zu sehen, wie die spirituellen Halt haben. Ja. Ich mag es zu sehen, zum Beispiel, wenn ich in eine Moschee gehe oder auch zum Beispiel, wenn ich in eine Kirche gehe und dieses Besinnliche, ja. So diese Vibes, wo ich mir denke, boah, ja, ey, ich kann es voll nachvollziehen, warum die. Ja, aber sobald du den gleichen Menschen mit Jackie Soße siehst, ist das völlig vorbei. Nehme ich die Flasche auf seinen Kopf, dann ist für dich du er kann doch trotzdem der Spirituelle sein. Aber gib mir davon noch ein bisschen. Nein. Ich bin erst judgy, wenn die Person... Wenn die belehrend kommt. Ganz genau. Das geht für mich weg von, okay, das ist ein Mensch, der religiös ist, aber einen Fehler macht, das ist völlig okay. Ja. Aber wenn es so reingeht in dieses Heuchlerische, da ist bei mir Ich verstehe das. Da habe ich... Ich verstehe das. Genauso verstehe wie du bei dir und vergeben, das ist bei mir und heuchlerisch. Ja. Oh, weil ich das so krass halt auch mitbekommen habe, so von... Auch was Verwandte angeht und so weiter. Ich wurde auch so oft damit so konfrontiert von dieser Wasser predigen und Wein trinken, so, dass ich so voll allergisch dagegen auch reagiere, dass ich sage, ey, das ist das Richtige, das hast du doch die ganze Zeit gepredigt, da und da habe ich doch voll Ärger oder so einen Tadel dafür bekommen und dann machst du so. Und das ging gar nicht in meinen Kopf rein. So, das ist das, weshalb ich so dieses... Du kannst ja zugeben, dass du Fehler hast. Ja. Gib zu, dass du Fehler hast. Du bist gläubig, das sind deine Überzeugungen, aber manchmal bist du zu schwach dafür, die umzusetzen. Ja. Was völlig okay ist. Jeder Einzelne. Okay, dann red nicht über dich so, als wärst du erhaben und makellos und belehr die Leute behandel die dann wie ein Stück Kacker. Da geht es für mich in so einen Bereich, wo ich sage, ey, sorry. So. Ja, das ist das Versagen der Leute einfach. Ja. Ja, das ist ja für mich, ey, jeder macht Fehler, alles easy, aber red dich nicht heilig. Ja. Weißt du? Ich glaube, das aber so. Aber das gibt's bei allem. Das ist alleine bei Fußball jemand, der groß labert, aber selber kann er gar nicht Fußball spielen. Da kann man das genauso drauf übertragen, weißt du, was ich meine? Die macht ja auch nur nicht. Die mache ich auch. Das ist bei mir konsequent. Ja. Nee, bei mir ist das so, er hat nicht nur was mit Religion zu tun, sondern auch, wenn jemand so sich so groß labert und danach am Ende ist heiße Luft, aber er zeigt mit dem Finger auf andere, wie kacke die sind. Genauso wie bei Comedy. Die Leute, die sagen, guck mal, weil Kack-Comedian der ist, dann sehe ich den nur bomben. Ja. Weißt du denn? Ja, okay, ich kann das trotzdem trennen. Ich kann das irgendwie trotzdem trennen. Für mich muss der etwas sieht, nicht unbedingt das besser können, sondern... Ja, du kriegst so einen Tag von jemandem, so nach dem Auftritt, der sagt einfach, so, hey, bei der deinem... Der kann selber nicht umsetzen, aber der sieht was. Der sieht was und dann so, er geht immer, sagen wir, er würde die ganze Zeit bomben, er hat nur schlechte Bits und dann hört er ein Bit von mir, was ich teste und sagt, ey, du kannst das noch da machen. Da würde mir voll, okay. Genau, er könnte recht haben. Ja, er könnte recht haben. Er könnte recht haben und danach weiter bomben gehen. Ja, also Inkonsequenz ist nicht schlimm. Aber so diese Judginess, das verstehe ich. Genau. Inkonsequenz, dass man Gegensätze hat, dass man nicht immer geradlinig ist, ist normal. Genau, das aber so diese Delivery, dieses Rüberbringen. Und ich glaube so, zum Beispiel... Da habe ich aufgegeben, die Menschen können das einfach nicht. Nein. Also der Großteil der Menschen kann das nicht. Und ich filter das schon für die.
Ja? Ja, ich fehlte da. Du nimmst das nicht übel? Nee, ich nehme das nicht. Habe ich auch früher? Habe ich auch. Ja? Ja, klar. Früher war für mich... Was laberst du denn, Junge? Was willst du von mir? Der Jack Daniels vielleicht. Genau, willst jetzt immer wieder. Ey, wir machen aus Versehen echt Werbung für Jack Daniels. Du willst mir einen Tipp geben, Alter. Ey, wir haben immer noch keinen Sponsor. Ja, habe ich das auch gesehen. Erst später, wo meine Überzeugungen fester waren, wo ich selber auch so recherchiert habe und geguckt habe, warum ist etwas, wie es ist, erst dann. Auch wenn du wirklich auch weniger Fix gibst auf andere. Auch wenn du selber gefestigter bist und andere interessieren mich nicht. Also, hat mich auch oft interessiert, wie sagt mir jemand etwas? Wenn zum Beispiel jemand zu mir gesagt hat, hey, dürfen wir nicht langfahren? Ja, für mich, ey, können Sie mir das auch normal sagen? Ne, dann war für mich viel wichtiger, wie hat diese Person mir das gesagt, als ist diese Regel, stimmt die überhaupt wirklich? Ich hatte vor kurzem, genau richtig, das war so ein Umzugswagen. Ne? Ich musste mit meinem Sohn hier lang gehen, rechts Bürgersteig, Umzugswagen war dort und da waren zwei Hütchen aufgestellt. Das bedeutet, man darf nicht durchgehen. Die Hütchen waren aber so klein und ich habe die gar nicht mitgekriegt. Ja. Ich bin einfach durchgegangen. Und von oben, dieser Umzugstyp, kommt auf Fenster so, ey, Sie dürfen da nicht lang gehen, was meinst du, wofür die Hütchen da stehen? Ne? Weißt du? Ja. Ja, aber genau, aber in der Situation würde ich ja nicht so, nicht falsch verstehen, ich würde ja nicht sagen, ich mach trotzdem, weil er so redet, sondern ich würde das so machen, aber ich würde ihm so Kontra geben, nach dem Motto, ey, kannst du auch normal reden? Genau, und nee, sehe ich nicht mehr. Habe ich früher auch gedacht. Ja? Für mich war das auch erst... beleidigen bis... Nein, ist nicht mein Job, den zu erziehen. Ich will ihn nicht erziehen, ich will, dass er sich kacke fühlt, damit er das nicht bei anderen macht. Der wird sich nicht kacke fühlen. Ist egal, ich mach das abgefahren. Ich mach trotzdem. Genau, ich bin dann zurück, so, also wenn du so 15 Jahre zurück, hätte ich mich daran aufgehangen. Hätte ich direkt gesagt, Alter, was sagst du mir das so? Komm mal runter, ich zieh dich jetzt um. Okay, das ist ein bisschen geil. Das muss anders, das muss alles anders. Was sind das für Farben? Bisschen gay. Bisschen gay, oder? Ist auch ein bisschen gay, alles so zu verstehen. Nee, ey, so. Ich hätte auf jeden Fall irgendwas gesagt. Du siehst, ich habe selber keine Überzeugung mehr. Es kommt nur so Bullshit raus. Ich habe selber keine Überzeugung mehr. Mach nicht so voll, sonst nehme ich den Mund voll Hilfe. Und zwar mit deinen... Warte mal. Komm einfach runter. Genau. Nee. Wenn du so weitermachst, dann fickst du mich. Fick ich dich. Genau, aber jetzt kann ich das, ich kann das voneinander trennen. Ja. Vor allem, mir ist es so scheißegal. Echt. Okay, du hast recht in dieser Regel, fuck it. Ich gehe weiter, ich habe dann direkt gesagt, oh ey, sorry. Zack, bin mit meinem Sohn so wieder zurück durch die Hütchen gegangen und da weiter. Und habe mir selber gedacht, ich so, ey, vor 15 Jahren wäre ich bestimmt, hätte ich mich voll daran aufgehangen, wie der das jetzt gerade gesagt hat. Ach, ich bin ja sonst chillig, ey. Sonst denkt jemand, ich wäre so voll so auf Beef immer aus. Gar und so, denk, nicht. Mach dir keine Sorgen, Henny, das denkt keiner. Mr. Diplomat, Alter. Wallah, Mr. Diplomat. Diplomat? Wirklich. Ich? Nein. Ey, egal, was für eine Einstellung ich habe, egal zu welchem Thema, so, ey, offenes Buch. Egal, worum, ey, frag mich irgendwas, das Schlimmste, Undercoverste, wo andere es nicht zugeben würden. Ich bin nicht so der Interviewer, weißt du? Ich bin so, ich führe Gespräche an. Und jetzt... Und dann meckerst du, dass ich die Fragen stelle. Meschi. Wie sind wir jetzt da hingekommen, Alter? Durch diese Erziehungssache. Erziehungssache, ja. Wie ich das jetzt anders mache, also aktiv, wie ich das anders mache. Boah. Also, obviously nicht so streng wie meine Eltern. Ganz klar. Dann ist auch noch meine Frau Deutsche. Das heißt, die Sprache ist sowieso Deutsch zu Hause, die gesprochen wird. Also, Musik wird gehört. Wenn ich da kurz nachfrage, ich weiß nicht, ob du das darüber reden würdest. Wie ist das mit Glauben und deiner Frau? Glauben und Frau. So, also, das meinte ich eben, als du meintest, dass du das cool findest, Leute zu sehen, die ihren Glauben so leben. So, ne? Und das war bei meiner Frau auch in Saudi-Arabien so. Es war krass, sie vermisst das jetzt in Deutschland so, weil man nicht den Adan die ganze Zeit hört. Weil und man, sie ist nicht konvertiert. Ja, sie ist nicht konvertiert. Aber das ist schon lustig zu sehen, weil bei ihr ist das auch so, gehört das mit zu der Stimmung von einem Land, ob das jetzt gläubig ist, das Land, oder nicht. Und was das ausstrahlt.
Und das ist auf jeden Fall in der Zeit in Saudi-Arabien, waren wir echt dem so ausgesetzt. Einfach, ob du willst oder nicht. Das ist allgegenwärtig. Ne? Es ist überall. Du siehst Leute, die sind mitten bei der Arbeit, halten an, am Wegesrand beten, weil die nicht schnell beten müssen, fahren dann weiter. Mitten in der Mall nimmt sich jemand irgendeinen Teppich, um schnell zu beten, macht dann weiter, mitten im Alltag. Und überall der Gebetsruf. Und es ist schon etwas, was mir auch jetzt hier voll fehlt. Voll, alter Schwede. Ja? Ja, ja. Das ist schon. Ja, ja. Oh. Immer wenn ich in muslimischen Ländern war und zurückkomme, habe ich das extrem. Also ich gewöhne mich voll schnell an Gebetsruf und ich fühle mich dann auch richtig gut. Also das gibt mir so voll einen Rhythmus. So, wow, dieser Rhythmus ist Hammer. 5-mal am Tag, kurz Pause. 5, 7 Minuten, dann weiter. Ah, das ist schon. Hat was. Aber ich habe viel Literatur mit meinen Kindern, viele Kinderbücher. Ja. Sehr, sehr viele Kinderbücher. Stimmt, ja. So, ja. Über Religion, ja. Ach ja? Ja, ach, sehr viele. Und nicht hier mit erhobenen Zeigefinger. Also meine Kinder beten oft mit mir, weil die aber beten wollen. Mhm. Nicht, weil ich sage, ihr müsst jetzt beten oder sowas. Mhm. Sondern, würdest du die jemals zwingen? Nee. Ja. Eher so, sogar andersrum, dass ich sagen würde, du darfst jetzt nicht mitbeten. Geh da hinten alleine beten. Du hast mich enttäuscht. Das soll immer so etwas sein, dass sie machen wollen, wenn die das auch wollen. Also die sehen, ich habe gelernt halt durch diese Erziehung von meinen Eltern zu mir, Kinder machen nicht, was du sagst, sondern die machen, was du machst. Mhm. Und ich habe nie zu denen gesagt, ihr müsst jetzt beten oder so. Die haben einfach gesehen, ich bete. Und was macht Baba da? Und konnten noch nicht mal reden und haben schon die Bewegung mitgemacht. Ja. Danach sagst du natürlich, ey, schön, cool, mich freut, dass du das gemacht hast. Aber es wäre nie auch kein Enttäuschtsein, weil die das jetzt nicht machen oder sowas. So ein persönliches Enttäuschtsein. Mhm. Naja. Aber viele Fragen beantworten, echt. Wir haben so richtig coole, dünne Prophetenbücher auch. Ne? Von jedem Prophet so ein ganz kurzes Buch. Immer so eine Geschichte von David, Noah. Und das ist immer, das wollen die auch lesen immer. Lies mir ein Prophetenbuch vor, bevor ich schlafe. Das gab es bei mir zu Hause nicht. Das gab so, geh schlafen, bete. Bete, bevor du schlafen gehst. Genau. Hey, das gab es bei uns viel. Das gab es viel bei uns. Und bei uns gab es auch viel auf Arabisch dann und so. Ich bin auch in den Kindergarten gegangen, konnte kein Deutsch. Ach, cool. Ja, uns zu Hause war nur Arabisch und dann viel vorlesen, viel auswendig lernen. Jetzt bei meinen Kids merke ich, mache ich das nicht so viel. Bei meiner Tochter habe ich es viel gemacht, bei der Ältesten. Und dann wurde es immer ein bisschen weniger. Manchmal kommt das wieder, dass die das auch wollen. Die Jüngste auch. Dann auch wieder, was online raussuchen, vorlesen. Ja, Mann, ich muss das wieder ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, wenn die irgendwas sehen, dann ist das so... Auch der Community-Gedanke dabei, ist das so anziehend für die? Das ist etwas, was ich zum Beispiel, vielleicht ist auch das auch vielleicht mit ein Grund, dass ich nicht vielleicht so richtig religiös bin, eventuell kann ich schwer sagen, aber mir ist zum Beispiel auch wichtig, wie ist die Community von einer bestimmten Glaubensart, von einer bestimmten Überzeugung. Oder islamischen Zentrum X, ne? Ja, also wie die also dann entweder, sind. Entweder das oder völlig egal, es kann eine Partei sein, das kann einfach eine Glaubensgruppe sein, ja. So, die bestimmte so Glaubenssätze hat. Wenn ich zum Beispiel rein theoretisch so eine spirituelle Gruppe sehe, wo ich sehe, ey, ich mag diese Überzeugungen und ich mag, wie die Leute es ausleben und ich mag die Vibes, die mir, die ausstrahlen und die ich dann selber bekomme. Weißt du, ich glaube, dann würde ich mich noch mehr angezogen fühlen, weißt du, weil ich dann merke, ey, Alter, das entspannt mich krass. Ich glaube, das ist etwas, was mich noch mehr so vielleicht so anziehen würde. Ich glaube, viele haben das, auch Christen haben das, katholische Kirche, relativ dunkel, sehr, sehr kaltes Gebäude oder geh mal Gospel. Ja, Gospel. Ja, absolut Gegenteil. Ja. Alter. Voll. Ja, da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich rein theoretisch dort aufgewachsen wäre. Und dann hat man so eine Familie, so eine harmonische Familie. Richtig, ja. Und das wäre dann so eine so Familienaktivität. Ey, hey, Sonntag ist wieder zusammen. Du kannst dich dagegen gar nicht wehren. Richtig, nein, dann bist du Gospel und danach singen alle harmonisch. Groß geworden. Richtig. Deine schönsten Erinnerungen sind in dieser Zeit. Deine Freunde lernst du da kennen, die ganzen Kleinen in deinem Alter und so. Genau. Bei uns ist es immer. Gerüche und alles. Ich habe das mit Ramadan, ne? Oft, wenn ich so diese Suppe rieche und sowas. Das erinnert mich an meine Kindheit und an diesen, mal abgesehen vom Glauben. Und was dahinter steckt. Einfach diese Atmosphäre, wie viele das auch bei Weihnachten haben, die gar nicht an Christentum glauben, aber für die ist Weihnachten und was die für Gerüche und was die dann hören und was die sehen,
bringt dir einfach, hat so eine Bindung aus der Kindheit. Mhm. Weißt du, bist damit so, so viele positive Beispiele, die außerhalb von Religion erstmal sind. Und da ist schon eine Bindung. Mhm. Dann ist der nächste Schritt zur Überzeugung ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das war eine... Boah, das war eine andere Folge, als ich dachte. Was war das? Nein, boah, das war echt eine schöne Folge, Mann. Ja. Hey. Also das Weihnachtsspecial ist demnächst mit... Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the winter... Genau, jeder, der will, dass Annie wieder zurück zum Glauben findet und... Unten eine Scheiß Aubergine. Mach eine Aubergine in die Kommentare. Scheiß in die Kommentare. Haut eine Aubergine und oder Wasserspritzer, Wasserspritzer in die Kommentare rein. Astaghfirullah. Nein, das ist genau, aber hier, ich glaube, das ist einfach Hammer zu sehen, wie auch die Vibes innerhalb von Rebel Comedy sind, dass so völlig egal ist, wer welche Überzeugungen hat und dass alle immer noch harmonisch seid. Wir kennen uns jetzt, ihr kennt euch jetzt länger, seit wie vielen Jahren? 2005, also 19 Jahre kennen wir uns schon. Ja. Oh, wir kennen uns seit über 12 Jahren und wir sind Bros for Life, Mann. Ciao, das freut mich. Hoffentlich können wir da einige Leute inspirieren, da ein bisschen lockerer miteinander umzugehen und ein bisschen offener zu sein. Ey, was ich auch noch sagen wollte, wir haben, ihr habt so voll den Luxus-Podcast, bekommt ihr von uns immer wieder so ändernde Formationen, mal ist der da, mal ist der da, gefällt euch das, welche Formation gefällt euch am besten? Um Gottes Willen, nein, doch, ich werde mich rauswählen. Und nein. Oh mein Gott. Ey, teilt mal diesen Podcast, wir brauchen ein bisschen Push, wir brauchen ein bisschen Push von euch. Ey, schreibt das nicht. Doch, die sollen teilen, die sollen teilen. Ich weiß ganz genau, was ihr gerade denkt. Ja. Ich weiß, dass ihr er hat auch eine andere Stimme. Das heißt nicht, dass wir da irgendwas ändern. Aber wir wollen einfach bestätigt wissen, dass Hanni raus soll. Genau, Hanni raus. Hanni raus. Nein. Weg, genau, und wer soll öfter kommen? Babak soll, glaube ich, öfter kommen. Ja. Gerne. Also, genau. Ich weiß, dass einige sehr überzeugte Muslime gerade mit dem Finger an dem Haar sind. Oder an dem Kaffee-Käfir. genau, aber ey, danke für den Support. Ey, sehr cool, dass der Podcast auch so gut aufgenommen wird von euch. Ja, man macht mega viel Bock und hey, dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Yes, bis zum nächsten Mal. Yes. Peace. Salam Rubal, Osus Mango. Peace out.